Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Diskussion. Ich begrüße die Teilnehmer drinnen. Ich begrüße die Teilnehmer drinnen und die Teilnehmer draußen. Ich begrüße auch die Zuhörer am Rundfunk und die Zuschauer bei der Übertragung, bei der Live-Übertragung dieser Diskussion durch das ZDF. Selbstverständlich begrüße ich auch unsere beiden Diskutanten. Ich denke, ich muss sie Ihnen nicht besonders vorstellen. Beide sind bekannt genug. Sie sind bekannt dafür, dass sie kompetent und nicht nur prominent in der Öffentlichkeit ihre Standpunkte zu vielen Fragen engagiert vertreten. Wir wollen in den nächsten 2 Stunden den Versuch machen, offen und frei miteinander zu diskutieren. Ich hoffe, dass Sie uns hier dabei helfen. Und wir wollen über das Glaubensbekenntnis sprechen. Und wir haben uns selbstverständlich auch, wie das guter Brauch ist, wenn man Diskussionen vorbereitet, haben wir uns persönlich vorher unterhalten und haben festgelegt, dass wir aus dem Glaubensbekenntnis die nach unserer Meinung wichtigsten Artikel, kann man sagen, oder Punkte herausnehmen und darüber diskutieren. Wir haben vereinbart, dass wir die Methode der Diskussion so anlegen, dass wir immer wieder bei den einzelnen Punkten, und das wird dann auch meine Aufgabe sein, nachzufragen, was dies persönlich für jeden Einzelnen bedeutet und auch dann, welche Konsequenzen es hat, etwa für das Leben der Kirche. Zuerst aber ein kurzes Einleitungskapitel. Ich werde wirklich versuchen, das kurz zu halten, damit wir sehr schnell zum eigentlichen Punkt kommen. Aber ich möchte an beide und dann in diesem Fall zuerst an Frau Laurin die Frage stellen, was denn für Sie das Glaubensbekenntnis persönlich bedeutet, in welchem Umfeld es für Sie steht, welchen Kontext es hat und wie Sie damit umgehen. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich also erst einmal nehme, wenn es in der Messe gesprochen wird, da geht es ja schneller, als man eigentlich den Inhalten folgen kann. Und da ist mir durch Ihre Frage, die haben Sie ja schon vorhin uns bekannt gegeben, dass Sie sie stellen. Und da ist mir eigentlich erst jetzt klar geworden, dass ich so eine Stufenmethode habe, dass ich beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses in der Messe jedes Mal bei einem anderen Schwerpunkt verweile und dann, also die anderen sind dann vorbeigerutscht. Und in meinem Leben ist natürlich nicht das Aufsagen dieses Bekenntnisses das Entscheidende, sondern die Inhalte, und die haben dann auch Konsequenzen. Das ist also etwa dieses an Gott in dieser Form zu glauben. Und ich gestehe, ich habe mich bei der Spiegelumfrage ganz schrecklich geärgert, dass dort hieß, also ist Gott allmächtig, ja oder nein? Und wer mit Ja antwortete, der gilt als gläubig, und wer mit Nein antwortet, gilt als ungläubig. Dahinter steht ja ein Gottesbild, das ich so nicht teile. Also nicht Gott, der eingreift und alles von außen ordnet, sondern dies allmächtig ist für mich ein verborgener Gott, der über Menschen handelt, aber der mich auch ganz persönlich, und das ist manchmal ziemlich unangenehm, zu einer Stellungnahme herausfordert und sozusagen die Ethik nicht auslässt. Das ist die Konsequenz für mich, die gerade, wenn Sie im Leben eben auch Kompromisse machen müssen, nicht immer ganz einfach ist. Und das Zweite vielleicht noch, und ich will dann aber, weil Herr Drewermann doch auch gesagt hat, er wollte etwas länger einführen, will ich mich ganz bewusst jetzt sehr kurz fassen. Nein, doch, so viel Rücksicht aufeinander, das ist der Unterschied, meine ich, zur offiziellen Kirche, dass wir beide das schaffen. Von daher also noch einmal. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie, also wenn Sie klatschen, das klaut nur Zeit. So, jetzt also nur noch dieses, für mich ist dieses Schlussaussage von der Auferstehung und dem Leben nach dem Tode. Das ist für mich eine unglaublich wichtige Erfahrung, darauf kommen wir ja nochmal. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, sondern nur so sagen. Herr Drewermann. Es stimmt, dass ich mit dem Glaubensbekenntnis Schwierigkeiten habe. Das muss an der Technik liegen, der wird nachgesteuert. Gut. Ich wollte sagen, dass ich mit dem Glaubensbekenntnis Schwierigkeiten habe seit Kindertagen. Nicht aus Glaubenslosigkeit, sondern, wie ich denke, aus Glauben. Ich entsinne mich, 14 Jahre alt gewesen zu sein, als ich an die Bücher von Albert Schweitzer geriet und feststellte, dass ein Mann, dem ich sehr vertraue aufgrund seiner Menschlichkeit,
mich lehrt zu zweifeln an dem, was wir von Jesus Christus historisch wissen können. Das war ein Einbruch. Schlimmer noch war, als ich mit 16, 17 Jahren an die Bücher von Ernst Wiechert geriet. Das einfache Leben oder Missa sine nomine. Er schilderte, wie Menschen aus dem Krieg nach Hause kommen, das KZ erfahren haben und dann keinen Gott mehr glauben können. Wie kann denn Gott ein allmächtiger Vater sein, steht da zu lesen. Ein solcher wird doch nicht seine Kinder töten lassen, wenn er sie retten könnte. Von da an dachte ich, es ist nicht möglich, Menschen wie Albert Schweitzer oder wie Ernst Wiechert, die mir so viel zu sagen haben, auszuschließen aus der Kirche, indem ich des Sonntags ein Glaubensbekenntnis sagen muss, das mich zum Gläubigen erklärt, diese aber zu den Ungläubigen. Und diese Erfahrung hat eigentlich nie aufgehört. Ich möchte, dass wir eine Sprache lernen, die sensibel genug ist, keinen Menschen von der Gruppe der Suchenden, der Ringenden, der gemeinsam nach Gott sich Sehnenden auszugrenzen. Anders würden wir nicht den Gott Jesu Christi bekennen. Schauen Sie genau hin, ist jedes Wort im Glaubensbekenntnis belastet. An jedem dieser Worte klebt viel Blut und viel Gold. Es ist gesprochen, indem ganze Völkergruppen aus der Kirche ausgegrenzt wurden, indem im Namen dieses Glaubensbekenntnisses Kriege geführt wurden, Kulturen ausgerottet wurden. Und an jeder Stelle hat man Macht abgesegnet und ideologisiert und gegen die Menschen gestellt, im Namen Gottes und sogar im Namen der Liebe Jesu Christi. Daraus lerne ich, dass wir das Glaubensbekenntnis in aller Ehrfurcht zurückstellen sollten in ein Museum für heilige Gestalten, damit sich etwas Neues und Lebendiges darunter entwickeln kann. Wir müssten lernen, von Gott so zu sprechen, dass es fein genug ist und sensibel, wie ein Spinnweben im Spätherbst, das gerade noch verträgt den Tau des Morgens und die Tränen der Nacht. Aber es geht zugrunde unter dem Atem der Rechthaberei und den Schritten der Selbstsicheren. Mehr noch, wir zwingen heute die Kinder mit 6 Jahren, 8 Jahren, diese fertige Sprache des zusammengefassten Glaubens aus Jahrhunderten in einem Kaleidoskop von Formulierungen des 5. und 6. Jahrhunderts auswendig zu lernen. Mir kommt das so albern vor, wie wenn man ein Mädchen nötigen würde, mit 6 Jahren Liebesbriefe auswendig zu lernen, damit es sie mit 26 schreiben könnte. Das Mädchen wird mit 26 Jahren die Sprache der Liebe verlernt haben, denn es hat nicht gelernt, auf sich selber zu hören. Und die scheint mir am schlimmsten im Umgang mit dem Glaubensbekenntnis, dass wir die Menschen dazu verführen, du sollst die Kirche hören. Viel wichtiger scheint mir, dass wir lernen, auf uns selber zu hören und die Menschen einladen, die Sprache zu vernehmen, die Gott in ihnen redet. Ich sag's mal so, ich weiß oft nicht, ob ich wirklich glaube, aber ich möchte oft hoffen, dass das stimmt, was ich glauben möchte. Und die Kraft dazu liegt allemal in der Zuneigung, in der Liebe zu Menschen, an denen mir sehr liegt. Für die möchte ich, dass es stimmt, sie seien unsterblich. Für sie möchte ich, dass es stimmt, dass es Vergebung über Schuld gibt. Für sie möchte ich, dass es einen Segen gibt über die Verzweiflung und Arme, die sie trösten in der Angst. Und dann fange ich an, das zu glauben. Von der Liebe über die Hoffnung zum Glauben. Wir haben in der Kirche es umgekehrt. Wir sagen, es ist möglich, du bist ein hoffender Mensch, aber du glaubst nicht wie wir Christen. Und du bist vielleicht ein liebender Mensch, aber du glaubst nicht wie wir Christen. Und also gilt das alles nicht und das halte ich für Unrecht. Darum möchte ich, dass wir im Namen des Glaubens auflösen, ein Glaubensbekenntnis satzhaft zu sprechen. Wir müssen manchmal die Formeln vergessen, um Gott näher zu kommen, denn Gott ist lebendig und jede Formel beleidigt ihn. Bei dieser Veranstaltung des Katholikentags ist sonst normalerweise auch der Anwalt des Publikums dabei. Ich verstehe mich auch ein klein bisschen dafür, wir haben das aus technischen Gründen dieses Mal ausgesetzt. Herr Drewermann, Frau Laurin mit Sicherheit nicht vorgreifend, aber ich denke, es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen und für die möchte ich auch sprechen, die sich innerhalb dieses Glaubensbekenntnisses, so schwierig die Formelhaftigkeit ist, geborgen fühlen. Ja, ich würde auch ein bisschen widersprechen wollen. Ein solches formelhaftes Glaubensbekenntnis fasst zusammen, aber es schafft insofern auch Gemeinschaft,
als es zulässt, dann verschiedene Interpretationen zu leben und trotzdem ein Stück Gemeinsamkeit in dieser Aussage zu finden. Für mich ist die Funktion eines solchen Glaubensbekenntnisses auch ein Stückchen gemeinschaftsbildende Kraft. Und das andere, was ich doch sagen wollte, Sie sagen, dass das also in uns ist. Ja, sicher, wer nicht das Auge sonnenhaft, nie könnte es die Sonne erblicken. Das ist sicher so. Nur das ist noch nicht genug. Das ist sicher ein Punkt, in dem ein gewisser Unterschied einfach vorhanden ist. Für mich ist diese Aussage, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus Christus, auch ein Stückchen, dass da etwas außerhalb meiner ist, was zu mir kommt und auf das ich antworten muss. Dazu möchte ich gerne sagen, ich kenne immer wieder Menschen, ich glaube, es vergeht kein Tag seit Jahren, in dem ich nicht mit Leuten rede, die im erklärten Sinne weder Christen sind noch gottgläubig. Sie erzählen mir aber ihr Leben mit ihren Verzweiflungen, ihren Fragen, ihren Suchwanderungen. Und all das, was Sie sagen, erinnert mich an ganze Passagen der Bibel, wo Geschichten auftauchen, die nominell auch nicht von Gott reden, zum Beispiel das Buch Ruth oder das Buch Esther. Ich sage mir, es muss doch möglich sein, im Christentum eine Sprache zu finden, die einem Job oder die einer Esther wieder eine Chance gibt. Wir reden eigentlich viel zu früh von Gott. Ich möchte, dass wir unterhalb dessen, wo scheinbare Glaubenslosigkeit herrscht, die Menschen sich selber bis dahin hören lernen, dass Gott eine Chance bekommt, aus ihrem Leben neu zu sprechen. Und dann sehe ich eine gewisse Gefahr darin, zu sagen, die Formeln können ja beruhigen. Das leugne ich nicht, aber sie beruhigen auf falsche Weise. Beruhigend ist die Nähe von Menschen, ist die Zuwendung des Miteinander und das gemeinsam zu erlebende Vertrauen, das uns etwas zusammen verbindet und zusammenträgt. Die Kirche aber hat gerade dadurch, glaube ich, Gewalt ausgeübt bis heute, dass sie mit fertigen Formeln den Menschen die Angst wegnimmt, die es kostet, suchen zu müssen, sich irren zu können, Individuen zu werden, ungeschützt zu sein. Sie hat sozusagen eine Wahrheitsgarantie, die erklärt, wenn du so sprichst, wie wir es dir beibringen, mit 6 Jahren und hältst das durch bis zum 80. Lebensjahr, dann gilt, was Herr Düber sagt, wer so aushält, gemeinsam mit der Kirche, der wird gerechtfertigt dastehen am jüngsten Tage. Nicht die Küngs und Ravermanns. Und das finde ich unverschämt. Also diesen... Also diesen Spruch, den Sie ja auch, diesen letzten Zitat, das kommt ja auch hier in Worum es eigentlich geht vor, ich gestehe, das hat mich sehr erschreckt, denn niemand von uns wird wissen, wer von Gott angenommen wird. Also das ist ja doch wohl der abenteuerlichste Unglaube, wenn ich weiß, wen Gott annimmt und wen er nicht annimmt. Nur ich möchte zu dem anderen Teil doch sagen, also lieber Herr Drewermann, Sie haben, und das teile ich zum Teil, ein Bild von Kirche, wie Sie es eben beschrieben haben, aber Kirche hat auch das andere Bild. Sie ist auch, und wir alle sind Kirche, diese Floskel muss man ja denn nun einschieben, sie ist auch tröstend, sie ist auch aufnehmend. Und Sie haben von den Menschen gesprochen, die also sich selbst als nicht gläubig verstehen, die vielleicht das Wort Gott innerlich gar nicht erfahren haben. Die kennen wir alle miteinander. Wer grenzt die denn aus? Wir haben im Konzil und ich sage auch in der Würzburger Synode doch nachdrücklich die Hierarchie der Wahrheiten, das sage ich jetzt in dieser Kurzformel, weil es sonst zu ausführlich wird, vertreten. Und es ist auch übrigens, das ist noch gar nicht lange her, in der Tagung Zentralkomitee und Bischofskonferenz, da war im November 88, das ist ja jüngere Zeit, da war eindeutig, auch wenn ein kleiner Fingerglauben da ist, ist es kein Anlass zum Ausgrenzen. Und worin manche auch gelernt haben, manche haben es schon früh eingebracht, dass etwa der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen nicht davon abhängt, ob jetzt offiziell die Zulassung zum Sakrament des Altares möglich ist oder nicht, sondern dass wir als Gemeinde auch gefordert sind, wie wir mit den Menschen umgehen, ob wir ausgrenzen oder nicht. Wenn wir ausgrenzen, dann stimmt das, was Sie sagen. Aber es gibt in der Tat doch auch mit aller menschlichen Unvollkommenheit menschliche Gemeinde miteinander. Und ich wehre mich ein bisschen, dass wir dann so ein Schreckensbild von die Kirche aufbauen. Die hat Furchen, die ist nicht das Reich Gottes. Das haben Sie immer wieder geschrieben. Haben Sie wirklich recht? Wie jemand hat gesagt, Jesus verkündete das Reich Gottes und es kam die Kirche. Das ist,
Das ist also auch so, aber da ist sie eben. Das war ein evangelischer Theologe. Das war Loisy, glaube ich. Ja, der das gesagt hat. Also wir haben doch dieselben Bücher gelesen, es lässt sich nicht leugnen. Ich will doch noch mal sagen, ich finde dieses Kirchenbild, und erlauben Sie mir das vielleicht, ich meine es ohne Schärfe, also das Kirchenbild, das Sie darstellen, entmutigt. Und ich möchte gerne auch ein Kirchenbild leben dürfen, das auch Hoffnung vermittelt. Zur Kirche, Frau Lorin, kommen wir ja noch. Und ich gäbe Ihnen gerne recht, wenn wir sehen, wovon Menschen wirklich leben können. Nur ist es schön gesagt, wir haben eine Kirche, die nicht ausgrenzt. Ich habe erlebt, wie sie ausgrenzt und nicht für Zentralfragen, sondern für Nebensachen. Ob der Schoß der Jungfrau Maria biologisch als Tatsache geglaubt zu werden hat, das war der Punkt, weswegen ich nicht lehren darf, nicht predigen darf, nicht Priester sein darf. Das ist eine Nebensache nach allem, was man wissen kann. Da wird nicht die Hierarchie der Wahrheiten gepflegt, sondern Rechthaberei durchgesetzt mit Zwangsmaßnahmen des Kirchenrechts und der Willkür dieser Kirche. Das habe ich erlebt und ich kann nicht wünschen, dass Sie so bleiben. Und dann ist es ja schön gesagt, jede dritte Ehe in der Bundesrepublik scheitert heute. Die katholische Kirche weiß dazu zu sagen, dass Geschiedene nicht wieder verheiratet werden dürfen. Sie selber, glaube ich, waren die Vizepräsidentin damals in der Würzburger Synode 1975, als man hören konnte, wie die Laien sagten, es muss doch Barmherzigkeit walten dürfen für Menschen, die wir kennen in unserem Nachbarhaus, in unserer eigenen Verwandtschaft, bei uns selber. Und die Bischöfe sagten aber, das ist nicht die Wahrheit. Und dann wurde das Ganze delegiert nach Rom und kam zurück in der Härte des Gesetzes. Wieder verheiratete Geschiedene fliegen aus jedem Kirchendienst, dürfen nicht Religion unterrichten, sind nicht zugelassen zu den Sakramenten. Das ist die Kirche de facto, dass Sie diese nicht wünschen, nehme ich zur Kenntnis. Ich wünsche die auch nicht. Aber wenn Sie heute Abend sprechen mit Herrn Lehmann, ist die Kirche noch zu retten? Dann sagen Sie ihm, wenn Sie so... Noch zu trauen. Sie heißt, ist ihr noch zu trauen. Gut, aber okay. Dann sagen Sie, wenn sie so mit Menschen umgeht, nicht. Also soll ich das aufnehmen jetzt? Ja, bitte schön, aber dann kommen wir relativ schnell zusammen. Dann würde ich doch gerne... Ich gehe auch lieber zum lieben Gott, aber also die Antwort muss möglich sein. Ja. Gut, aber ich bestehe nicht auf ihr, wie Sie... Ich bestehe darauf. Gut, okay. Also in Würzburg war es so, dass wir einige Laien und Priester ein Votum unterschrieben haben, in dem Sinne, wie Sie es geschrieben haben. Und dass dann Kardinal Döpfner kam und sagte, zieht das bitte zurück, Rom macht nicht mit. Und Döpfner ging ans Mikrofon und sagte, nennt mir einen einzigen Priester, der gemaßregelt wird, wenn er nach Prüfung und Aufnehmen des Schicksals und allem einen wiederverheiratet Geschiedenen nicht die Ehe anerkennt, aber zum Sakrament des Altares zulässt. Das hat Döpfner damals in der Synode gesagt. Und hier merken wir, finde ich, einen wichtigen Unterschied. Da geht es also um das Pastorale. Sie haben eben, und da finde ich ganz wichtig, dass Sie das genannt haben, wenn ich jemanden, der also in einer katholischen Einrichtung tätig ist, entlasse, weil wieder verheiratet geschieden, Religionsunterricht erteilen wird schwierig sein, das möchte ich doch sagen. Aber in all den anderen Funktionen, wo nicht unmittelbares Zeugnis da ist, Lebenszeugnis, da müsste in der Tat eine andere Form durchkommen. Und da gibt es erste Schritte. In einer Diözese hat ein Bischof jemanden ermutigt zu klagen und der oder die Betreffende hat gewonnen. Und der Bischof ist nicht in die Revision gegangen. Und ich hoffe, das ist aber ein Punkt, der mich aufregt, dass durch weltliches Recht kirchliche Gerechtigkeit ist zu viel, kirchliches Verhalten korrigiert wird und dass es intern kirchlich keine Instrumente gibt. Wir haben das in der Synode gewünscht, wir haben damals, hat das ja auch das Konzil gewünscht, dass es sowas gibt und im neuen CIC steht sowas nur als Kannbestimmung und wird fast nie realisiert. Da verbünden wir uns. Gut, das Glaubensbekenntnis beginnt mit dem Satz, ich glaube an Gott. Und ich habe eben, als Eugen Drewermann sagte, ich bin lieber komme lieber gleich zum lieben Gott, möchte ich ganz spontan einfach eine Frage anschließen, die mir eben gerade gekommen ist. Ist denn der liebe Gott wirklich lieb? Ist er für Sie lieb, Herr Drewermann? Nein, ich entsinne mich einer
eindrücklichen Szene aus Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür. Da lässt er den spät heimgekehrten Beckmann einmal Klage führen. Gott existiert für ihn nicht 1948, nicht bei über 20 Millionen Flüchtlingen, bei über 50 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs. Er klagt Gott an. Alter Mann, sagt er, der Tod überfrisst sich. Aber du kommst nicht mit den Kolonnen von sechsstelligen Zahlen von Toten. Wann warst du eigentlich lieb, lieber Gott? Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die kleinen Kinder, wenn sie Angst haben des Nachts, die sagen manchmal, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott. Und die Leute, denen es gut geht, die sagen, lieber Gott. Wir haben dich nicht genannt, lieber Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geschrien, geflucht, in jedem Granattrichter, in jedem Bombentrichter. Warst du lieb, lieber Gott? Als meine Frau und meine Kinder zerrissen wurden von einer brüllenden Bombe, warst du da lieb? Als die 11 Mann aus meinem Stoßtrupp nicht zurückkehrten, warst du da lieb, lieber Gott? Du bist gestorben, alter Mann, an der Tinte deiner Theologen. Du bist altmodisch. Wir brauchten einen Gott, so nervös wie wir selber, so unruhig wie wir selber, so verzweifelt wie wir selber. Ich habe damals, als ich das in der Schule zum ersten Mal mitbekam, gedacht, wir müssten von Gott völlig anders sprechen, damit Borchardt glauben könnte. Und wir brauchten eine andere Sprache, als wir sie theologisch lehren. Wenn wir 6 Jahre lang heute Theologen ausbilden, pflegen wir eine Rede von Gott, die im Leben der Betreffenden kaum etwas ändert. Sie dringt nicht vor zu ihren wirklichen Gefühlen. Sie greift nicht in ihren Personenkern. Sie oberflächisiert und homogenisiert in Sprachspielen, die aufgeklebt bleiben. Und sie hat hinterher routinierte Redensarten auf der Walze, die man weitersagt im Namen Gottes. So geht es nicht. Aber ich glaube, dass Gott gegenwärtig ist. In den Tränen, die eine Frau zum ersten Mal weint nach einer zerbrochenen Ehe. Ich glaube, dass Gott gegenwärtig ist in dem Mut, den ein Kind besitzt, sich zu wehren gegen die Tyrannei seiner Eltern. Ich glaube, dass Gott gegenwärtig ist in dem Aufstand der Fabien in Alabama und Johannesburg. Ich glaube, dass Gott gegenwärtig ist in der Schönheit einer Koralle oder einer Muschel am Strand oder in der Musterung der Antilope in der Serengeti. Ich glaube, dass Gott gegenwärtig ist in der Größe der Spiralnebel und der Winzigkeit der Atome. Ich glaube vor allem, dass er gegenwärtig ist in jeder Regung der Liebe, die wagt, sich zu leben, mitunter sogar gegen den Einspruch heiliger Gesetze. Ich glaube, dass Gott dort ist, wo Menschen den Mut gewinnen, lieber eine Ordnung zu zerbrechen als das Herz von Menschen. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist in dem Sinne, dass er ständig neu schafft, dass er Altes aufgibt, das sich überlebt und dass er sich ergießt wie Wein in alte Schläuche. Ich glaube, dass Gott die stärkste Energie ist, die wir seit 12 Milliarden Jahren im Herzen der Evolution beobachten. Ich glaube, dass Gott hörbar wird. Ich glaube, dass Gott hörbar wird im Schweigen, gegenwärtig wird im Mitleid und stark sein kann im Widerstand. Und ich denke, dass wer sagt, er glaubt an Gott, gleichzeitig sagt, es gibt eine andere Welt als die Logik des 2 mal 2 ist 4. Es gibt eine andere Realität als die, die wir sehen können. Es ist besser als Traumwandler des Nachts auf den Dächern zu gehen und nach einem fernen Stern zu greifen. Lieber als mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen und ewig sicher zu sein. Es ist möglich, den Illusionen und den Träumen, die in unserem Herzen liegen, nach der Weise der Künstler mehr Realität zuzusprechen, als der Dauerdreinrede, die Wirklichkeit aber ist blutig, grausam und roh. Es gibt etwas zu hoffen jenseits der Menschen. Es gibt etwas zu glauben jenseits der menschlichen Geschichte. Es gibt Wahrheiten, die lebendig machen und in Dienst nehmen und Verantwortung schenken, außerhalb dessen, was pragmatisch vernünftig ist. Es ist möglich, Menschen so zu lieben, dass ihre eigene Person sich darunter formt und sie werden entdecken, dass das, was sie trägt, selber eine Person sein wird,
jenseits aller menschlichen Vermittlung. Daran glaube ich, denen zuliebe, die ich liebe. Für mich war lange Zeit bewegend, dass da Jesus Abba sagt, also Väterchen, Papa, ein Ausdruck der Zärtlichkeit, der Liebe, und dass es dennoch in der Geschichte alles dieses gibt, was wir wissen. Und meine Antwort für mich im Grunde ist die, da ich mich als Geschöpf verstehe, dass Gott uns geschaffen hat mit dem abenteuerlichen Geschenk der Freiheit. Und die Freiheit wird zuerst vom ersten Brüderpaar zum Mord benutzt. Und ich habe mich sehr, sehr oft gefragt, wie kann das alles sein? Und ich sage jetzt mal, da kommt unser Altersunterschied zur Sprache. Ich habe als junge Lehrerin das draußen vor der Tür 1951, 52 unterrichtet. Und weil Sie eben gesagt haben, Sie haben das als Schüler erfahren. Und ich habe also in dieser Erfahrung des Krieges und ich sage mal auch in einem Arbeitsdienstlager, in dem auch Jüdinnen arbeiteten, das hat mich mein Leben nicht verlassen, die von schwarz bekebten SS-Weibern begleitet waren und mit scharfen Hunden bewacht. Das hat in mir eine solche Teilhabe an Schuld mit ein Grund gewesen, warum ich dann schließlich zu dieser Kirche gefunden habe. Aber dies hat mich sehr, sehr bewegt. Und meine Antwort im Glauben, und da ist eben dieses Glaubensbekenntnis durchaus etwas, ist, dass Gott uns die Freiheit gelassen hat, uns zu entscheiden, wo auch immer. Und da habe ich nun einen anderen Punkt in der Geschichte. Sie haben gesagt, alles das ist wunderschön, dem stimme ich gerne zu. Aber Sie haben gesagt, statt mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Ich meine, wir müssen mit beiden Beinen auch auf der Erde stehen, denn wenn wir in ihr nicht die Courage haben zu leben, das ist für mich die zentrale Botschaft der Aufbruch Abraham, ich zeige dir ein Land. Das ist das, was mich an Gott immer wieder aufregt, dass er nicht stehen lässt, dass man wieder aufbrechen muss und deshalb also nicht jenseits des Menschlichen, wie Sie eben gesagt haben, sondern ich würde sagen, einschließend das Menschliche und, ja, ich meine das jetzt, das ist schwierig auszudrücken, also trotz des Menschen und wegen des Menschen hilft Gott mir zu leben. Ich möchte noch mal hinzufügen, ein langer Weg eigentlich in der Geistesgeschichte der letzten 200 Jahre hat zu tun mit der Problematik des Atheismus. Wenn ich ehrlich bin, habe ich von den großen Atheisten das Beste gelernt über Gott. Schopenhauer beispielsweise hat mich gelehrt, dass man sehen muss, wie Menschen umgehen mit der Kreatur, wenn sie von Gott reden. Er hat gefunden, dass die Christen durch die Bank ungütig sind zu den Lebewesen. Es gibt keine Ethik des Mitleids gegenüber den Tieren. Noch heute gibt es eine Theologie, die uns skrupellos sein lässt, indem sie millionenfach Tiere einsperrt in der Massentierhaltung, in den Pharmalabors. Sie sind für den menschlichen Nutzbrauch und Konsum eigentlich problemlos zur Verfügung, wenn wir sie brauchen. Schopenhauer hat als erster gesagt, mit indischem Anspruch, Mitleid gegenüber der leidensfähigen Kreatur ist eine Förderung der Humanität und der Einsicht, wie sehr die Menschen zum Kosmos als Ganzen gehören. Daraus habe ich gelernt, dass man von Gott nicht anders sprechen kann, als indem man Mitleid universell gegenüber aller Welt hat. Ein Anspruch, der bei Albert Schweitzer wiederkehrte. Bei Freud habe ich gelernt und später selber in der Psychotherapie immer wieder erfahren, dass wenn Menschen zu mir kommen und reden von Gott, es ganz oft sein kann, dass sie damit nichts anderes bezeichnen als die Ängste ihrer Kindertage. Sie nennen Gott die verinnerlichten Gestalten von Vater und Mutter, die Infantilisierungszustände ihres Bewusstseins, endlos verewigte Schuldgefühle, Abhängigkeiten, autoritäre Zwänge, verinnerlichte Gewalt. Alles das muss durchgearbeitet werden. Dann hat der Gott der Bibel recht. Und zustimmen muss man dem Juden Sigmund Freud,
dass jedes fertige Bild Gott beleidigt, dass man sich von ihm macht. Elias war imstande, die Götzen zu zerschmettern, damit der schweigende Gott Israels wieder sichtbar würde. Für mich ist heute die Psychoanalyse des Atheisten Sigmund Freuds das beste Mittel, um das wiederzulernen, wie man von kirchengebundenen Zwängen mit Berufung auf Gott endlich frei wird. Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass jenseits der verwalteten Angst Gott eine eigene Sprache wiederfindet im Herzen der Menschen. Ich erzähle gerne eine kleine Geschichte dazu. In ein indisches Dorf kam einmal ein Mann, den die Leute sehr lieb hatten. Er heilte die Kinder, er redete mit ihnen über Gott. Da kam Order vom Kaiser, dieser Mann müsse ausgeliefert werden. Die Leute waren bestürzt und weigerten sich, als eine neue Depesche erklärte, das ganze Dorf werde eingeäschert, wenn man nicht pünktlich und sofort dem Befehl nachkomme. Da befragten die Leute ihre Weisen und die befragten ihre heiligen Bücher und lasen so lange, bis sie fanden, dieser Mann wirklich sei auszuliefern, besser sei, wenn einer stürbe, als das Volk. 20 Jahre danach kam ein anderer und sagte, Leute, was habt ihr getan? Dieser Mann war euch von Gott gesandt. Und sie nochmal erschrocken sagten, aber wir befragten die Weisen, die befragten die heiligen Bücher, in denen es stand. Und der Mann sagte, seht ihr, das war euer Fehler. Ihr hättet nicht fragen sollen, die Weisen, die befragten die heiligen Bücher, in denen es stand. Ihr hättet befragen sollen euer eigenes Herz und schauen sollen in die Augen dieses Mannes. Ich möchte, dass man nie mehr spricht von Gott, ohne zu schauen in die Augen des Menschen, der einem gegenüber sitzt, und das eigene Herz. Frau Lorin, bitte. Also ich erlaube mir noch zwischendrin mal eine freche Zwischenbemerkung, die ich mir in meiner Rolle als Moderator glaube, leisten zu können. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich kann gut verstehen, wenn Sie dauernd Beifall geben. Das kann ich gut verstehen. Wenn ich die Schlussrechnung aufmache, geht unendlich viel Redezeit verloren. Bitte, wenn es geht, ein ganz klein bisschen weniger, dann bleibt mehr Zeit für die beiden und Sie haben Chancen, mehr zu hören. Entschuldigung. Frau Lorin, bitte. Also es wird wohl jeder zustimmen, dass das eigene Herz eine Rolle spielt. Aber ich finde, der Gegensatz, hier die Weisen, dort also die Aussagen und nur das eigene Herz. Denn was im eigenen Herzen ist, ist ja nicht nur etwas, was mir von irgendwoher eingesenkt ist, sondern kommt auch aus den Erfahrungen, die ich mache, kommt auch aus dem, dem ich lebend, denkend, lernend begegne. Was da also in mich hineinkommt. Insofern möchte ich die Weisen nicht streichen, sondern das Wort der Weisen, und Ihr Beispiel war ja klar, was das meinte, das will ich jetzt nicht ins Einzelne nehmen, aber ich finde schon, dass damit eine Ablehnung von Bindung, die außerhalb meiner Werte setzt, also ich sag mal sehr angreifbar, wenn ich entdecke, alles was in mir ist, da kann mir auch ein Schrecken kommen. Und wenn ich nur mich verwirkliche, dann weiß ich nicht, wie das ist. Ich brauche dazu auch ein Stückchen orientierende Forderung, die mich in dem, was ich denn tun kann, womit ich antworten kann, auch korrigiert. Denn wenn ich nur mir folge, dann ist Gott ja etwas, was also nur für meine Selbstwerdung da ist. Und wenn ich dann da bin, schön, aber er ist für mich auch eine fordernde Macht, die eben nicht nur in mir, die von mir Antwort bekommt, selbstverständlich, sonst ist gar nicht da. Aber wenn ich nur eine Innenleitung bejahe, dann meine ich, würden wir auch die Rolle der Kirche, die Rolle der Botschaft, die Rolle der Bibel, die auch eine Botschaft an uns ist, doch zu sehr ins Innen hineinnehmen. Ich möchte das doch auch als einen Bezugspunkt. Für mich ist im Grunde diese Erfahrung, dass dadurch, dass unser Gott auch geschichtlich sich ausweist, ich meine nicht also mit Eingreifen in diesem Sinne, sondern dass er auch geschichtlich zu erfahren ist. Das ist ja auch ein Unterschied etwa zu anderen Aussagen über Mythos alleine. Und vielleicht ist ein Stückchen Antwort dieses, ich habe unglaublich Schweres gehabt in der Osternacht, diesen Text auszuhalten, wo der durch das Rote Meer der Gang und dann die Freude über die Getöteten. Und da hat mir geholfen,
per Zufall gefunden, die Aussage eines Rabbinen. Dieser Rabbi hat berichtet, dass die Engel aufgefordert wurden, darüber ein Jubellied anzustimmen. Dass die Antwort war, die Israeliten dürfen jubeln, weil sie gerettet sind. Die Engel nicht, denn ihr Herz ist auch mit denen, die dort erschlagen wurden. Also das hat mir dann ein Stück geholfen. Und so meine ich, also ist Gott in dem Sinne für mich in all dem mit drin. Und die Gotteserkenntnis bedarf eben auch eines Stückes sozialer und geschichtlicher Verantwortung. Die möchte ich doch deutlich betonen. Klar. Selbstverständlich gibt es keinen Glauben unabhängig vom gelebten Leben in Gemeinschaft und in sozialer Verantwortung. Dennoch scheint mir etwas typisch zu sein, Frau Laurin, nämlich die Angst vor dem Wort Selbstverwirklichung. Sie scheint mir wirklich binnenkirchlich favorisiert zu werden und ist so ernst, dass mir heutzutage kaum etwas schwieriger scheint, als Katholiken mündig werden zu lassen von der verinnerlichten Autoritätsangst ihrer Kindertage. Es hat Erich Fromm vor 50 Jahren schon gesagt, jede Religion steht heute vor der Alternative, ob sie weiter autoritär bleiben will oder es lernt, humanitär zu werden. Wir könnten psychoanalytisch sagen, es ist auch die Alternative, ob wir aufhören, Religion als Über-Ich-Funktion zu begreifen oder ob wir es wagen, in der Religion ganz wesentlich eine Funktion des Ichs mit in der Freiheit, auch dann der Verantwortung, aber im Erlebnisraum des persönlichen und eigenen Lebens zu reklamieren. An dieser Wende entscheidet sich in meinen Augen heute alles. Und wie konkret das sein kann, möchte ich gerne in zwei kleinen Beispielen wiedergeben. Ich habe die Osternacht an dieser Stelle, darf ich sagen, seit dem 17. Lebensjahr nur zähneknirschend mitverfolgt, weil ich mir sagte, eine Geschichtstheologie, die die Äußerlichnahme von Gewalt immer noch für möglich hält, kann nicht von Gott sein. Entweder ist der Durchzug durch das Rote Meer ein Symbol oder er hat uns schlechterdings nichts anderes mehr zu sagen als Anarchie und Barbarei, als das Faustrecht der Starke. So kann es nicht sein im Namen Gottes. In derselben Zeit, da bei 1956, habe ich gehört, wie die CDU und CSU und wie alle Bischöfe im Namen des Papstes in Rom herunter bis zu jedem Vikar am Ort sagten, kein Katholik hat das Recht, sich auf sein Gewissen zu berufen und den Wehrdienst zu verweigern. Ich wusste damals nicht, ob es Gott gibt. Aber wenn es ihn gibt, das glaubte ich zu wissen, dann wird er niemals wünschen, dass ich es lerne, Menschen zu töten. Das will ich nicht. Und ich vermisse bis heute einen mindestens nach einer Entschuldigung sich anhörenden Erklärung der katholischen Kirche für die Gewissensqual, die sie 7 Jahre lang bis zum Zweiten Vatikanum aufrechterhalten hat, mit dieser plakativen Indienstnahme des Privaten durch das Soziale. Es war unverantwortlich und schlimm. Ich habe später noch gehört, selbst Atomkriege gegen Rotina könnten im Namen des Gerechtigkeitswillens Gottes zu Recht sein. Ein barer Unsinn. Ich gehe mal runter auf eine sehr sensible... Ich gehe mal runter auf eine sehr sensible, feine Ebene, die wir morgen früh erleben. Morgen früh werden nicht beim Katholikentag von oben, sondern beim Katholikentag von unten, von denen ich gerade aus Rom sagen höre, die Leute, die da reden, die Greinachers, Trevermans, gehören ja nicht zur Kirche. Das ist der Kommentar offenbar dazu. Bei Leuten, die sich engagieren, als immer noch in der Kirche gehörig. Dass morgen eine Gruppe von verheirateten Priestern mit ihren Frauen sich artikulieren möchte. Diese Leute haben keine Chance. Ich habe vor etwa 3 Jahren mal vor einem Forum in Frankfurt zu dieser Gruppe geredet. Vor mir ein bekannter Moraltheologe, der sagte, wir brauchten in der Kirche so etwas wie eine Ethik des Scheiterns. Es muss doch möglich sein, tragisch zu zerbrechen, beim besten Willen. Ich erwarte, dass die Kirche auf Tragödien antwortet. Das war gut gesprochen. Dann sagte ich, Leute, die ihr hier sitzt, Frauen und Männer, das tut euch trotzdem Unrecht, denn ihr seid keine Gescheiterten. Priester, die ihr heute noch seid, die Frau neben euch, ist keine Verführung zur Sünde, wenn ihr ehrlich seid. Sie hat euch nicht weggelotst von heiligen Idealen. Wenn ihr genau hinseht, hat sie euch gelehrt, tiefer zu glauben und zu vertrauen, als die Kirche es je erlauben wollte. Ihr müsstet nicht sagen, wir sind schwere Sünder, wir sind Meineidige, wir sind
nicht dem Ideal der Kirche genügende, wir sind die Parias der Kirche in alle Zukunft. Ihr solltet euch zurückmelden und sagen, wir haben gelernt, dass etwas, das die Kirche für Sünde erklärt, etwas Heiliges sein kann im Namen der Liebe, die Gott selber ist. Und wir erwarten von Päpsten und Bischöfen, dass sie uns die Türen wieder öffnet, um zu sagen, was Glauben ist, haben wir womöglich besser gelernt als eine Reihe von Spießern, die noch im Amte sind. So etwas ist doch möglich. Herr Drewermann, ich habe eine Bitte um Barmherzigkeit. Und zwar, Sie packen jetzt wirklich Ihre Sätze voll mit Themen. Wir kriegen einen Stau. Also ich wäre dankbar, wenn Sie sich konzentrieren auf ein oder zwei Sachen, sodass noch eine Antwort wirklich möglich ist. Aber ich wollte sagen, Glauben. Sie kennen, wir ich kennen wollte uns nur gut sagen, Glauben heißt übers Wasser gehen, zum Beispiel ja, von schweren Schuldgefühlen. Okay. Es war nur eine Bitte und ich denke, es ist auch meine Aufgabe als Moderator, das kann ich tun, da können Sie Ihre Urteile dazu abgeben. Es muss, wenn zwei miteinander sprechen, dem anderen auch möglich gemacht werden, noch auf die Punkte einzugehen. Wir kennen uns gut genug, dass Sie das richtig verstehen. Frau Laurin, bitte. Ja, gehen wir jetzt weiter zu dem nächsten Punkt des Glaubensbekenntnisses, wie Sie das vorher gesagt hatten, oder? Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, darauf noch zu antworten. Auf die eben genannten Themen. Ja. Also, wenn wir über die Ehe von Priestern sprechen, dann ist ja wohl eindeutig, dass dieses nicht göttliches Recht ist, sondern kirchliches Recht. Und als solches wäre es aufhebbar. Eindeutig. Aber wenn man ein bisschen die Kirchengeschichte kennt, dann weiß man, dass das Zölibat seinerzeit eingeführt wurde, wenn ich das mal oberflächlich zusammenfassen darf, Sie werden es korrigieren, wenn es nach Ihrer Meinung falsch ist, um den Priester aus der Aneignung durch die Sippe zu befreien. Denn das war ja, denkst mal an die heilige Hedwig, die Berliner wissen von der einiges zu erzählen, die nach mit 16 oder 15 verheiratet, 7 Kinder, 23 Jahre, und dann gelobte sie mit ihrem Mann eheliche Keuschheit, um damit damals auch das Zölibat, das da verstärkt wurde, zu stärken, damit Priester aus der Sippenbindung frei wurden. Und genau um diese Freiheit ging es damals. Heute sind die Verhältnisse andere. Und insofern müsste man heute kirchliches Recht nach der Grundfrage prüfen, wie weit ein Priester, auch wenn ich vom allgemeinen Priestertum durchaus etwas halte, aber wie weit ein Priester durch seine Lebensform intensivst die Verbundenheit mit Gott und das Vermitteln der Botschaft von Gott darstellen könnte. Da hat für mich auch das Zölibat Platz, als eine Möglichkeit einer Form, menschliche Kontakte zu haben. Aber dass wir hier herausgefordert sind, in eine Überprüfung zu gehen, das scheint mir unstrittig. Und nun werden Sie sagen, ja, warum sagt sie denn nichts zu den Frauen? Also das Diakonat der Frauen ist kirchenrechtlich absolut drin. Und das haben unsere Bischöfe in der Würzburger Synode mit uns Weltchristen zusammen in ein Votum gebracht. Und darauf hat Rom nie geantwortet. Das ist einfach bedauerlich, dass wir dann, und ich will eigentlich auf den Punkt kommen, wie denn Gemeinde gelebt wird. Es kann ja nicht so sein, wenn es immer weniger Priester gibt, dass wir zu einer Art Sakramentenmaterialismus kommen. Also bei uns ist es dann so, am Montag ist, also nicht in Berlin, das ist in Flächenstaaten, Berlin ist es nicht so. Am Montag macht der Priester eine Bergmesse in Ixdorf, damit dann am Sonntag ein Wortgottesdienst gefeiert werden kann, in dem ein Laie die konsekrierten Hostien austeilt. Insofern ist das eine Form, in der keine Gemeindebildung mehr möglich ist. Wir müssen darüber reden, wer kann denn Gemeindeleiter sein. In Bayern gibt es, glaube ich, schon fast 200 Gemeindeleiter, die Laien sind. Darüber müssen wir reden miteinander, wir müssen über die Zugänge zum Priestertum reden. Aber ich möchte mich dagegen wehren, auch um meiner guten priesterlichen Freunde willen, dass jeder, der also zölibatärer Priester ist, deshalb eigentlich eine Psycho-Couch brauchte. Es gibt manche, die schaffen das auch anders.
überhaupt historisch kann man zeigen, dass der Zölibat im 11. Jahrhundert favorisiert wurde als ein Zwangsinstrument? Es hieß damals, wir werden der Kleriker so lange nicht sicher sein können, als wir sie nicht befreien von ihren Frauen. Und das ist bis heute mehr oder minder so. Ich kann nicht sehen, wie die katholische Kirche in dieser heiligen Trias von Vaterautorität, Sexualunterdrückung und Ambivalenz des Frauenbildes verharren kann in Zukunft. Mir ist eines noch im Nachtrag sehr wichtig. Um den Begriff der Selbstverwirklichung ging es nochmal im Zusammenhang von Glauben. Sie sagten, Kain tötete Abel, seinen Bruder, durch Missbrauch der Freiheit. Dann wäre, wenn das so stünde, das Gute und das Böse im Wesentlichen moralische oder ethische Kategorien. Ich glaube, am allerschlimmsten, wenn Sie nachsehen, ist es, dass Menschen mit den besten Absichten etwas tun, oft gegen sich selber, aber aus lauter Angst alles falsch machen. Die Tragödie von Kain und Abel scheint mir dieses gerade zu zeigen. Da geht ein Mann hin und bringt Gott das Beste, was er hervorgebracht hat, zum Opfer dar. Er engagiert alles, was er kann, um endlich vor Gott sich wieder blicken lassen zu können. Und diese Angst im Herzen der Freiheit, dieses übergroße Bemühen zu leben, womöglich gegen sich selber, um dafür Wertschätzung und Akzeptation zu gewinnen, das treibt in eine Konkurrenz hinein, die am Ende mörderisch wird. Dann wird mein Bruder, meine Schwester, gerade weil sie mir so ähnlich ist wie ich, durch die Fähigkeiten, die man loben müsste, zur Gefahr und Herausforderung, das erleben Sie in jeder Schulklasse, in jedem Bundestag, auch im Berliner Parlament, nehme ich an, aller Orten. Und es spielt sich immer Kain und Abel wieder ab auf dem Hintergrund der Angst. Sie zu beruhigen, ist nach meinem Eindruck wesentlich nur möglich in einem Glauben an ein Gegenüber, das uns trägt und das selber Person ist und das wir am tiefsten erfahren durch die Menschen, die uns akzeptieren. Wie wir dann die Gemeinde führen, da kommen wir später noch zu oder auch gar nicht, das ist sekundär. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Kurze Antwort bitte, Frau. Ein Satz dann. Selbstverwirklichung heißt für mich, stets eine Du- oder Wir-Beziehung mit einbeziehen. Das war der Kern der Aussage. Dann kann es nie gefährlich sein. Ja. Und an Jesus Christus, Sohn Gottes. Nächster Punkt, wenn wir jetzt weiter fortschreiten wollen. Die letzte Spiegelumfrage spricht davon, dass, ob sie jetzt richtig ist oder falsch, die Fragen gestellt sind. Jedenfalls davon 43% halten Jesus lediglich für einen guten Menschen. Frau Lorin, für wen halten Sie Jesus? Ich antworte erstmal ganz formal. Für Gottes Sohn und Menschensohn. Und nun nicht mehr formal. Wenn ich diese aufregende Aussage, dass er ganz Mensch war, ernst nehme, und die andere, dass er nach seinem Tod sich Menschen so gezeigt hat, dass diese Menschen die Identität zwischen dem historischen Jesus am Kreuz und dem Jesus der Auferstehung, dass sie das erfahren haben. Für mich ist Emmaus mit die wichtigste Geschichte dabei. Es ist eben dieser Jesus, was seine göttliche Seite angeht, wenn ich ihm begegne, ein verborgener Jesus. Die gehen da zusammen und die merken nicht, dass er der ist. In dem Moment, in dem sie glauben, erkennen Sie ihn. Und genau das ist ja dann auch eine lange Debatte. Und ich habe, meine ich, die Berechtigung zu sagen, ohne Glauben zählt keine dieser Erfahrungen. Aber es ist auch nicht so, dass es nur mein Glaube ist, das historische, also der historische Jesus ist eine Tatsache. Und die Auferstehungserfahrung ist auch eine Tatsache. Allerdings, diese Erfahrung ist gemeinsam nur unter Glaubenden. Die anderen gehen wie die Jünger eben und erkennen ihn nicht. Und für mich ist ganz wahnsinnig wichtig, dass das eigentlich, ich glaube, eine Erfahrung ist, die mir Welt neu erschließt und die mich mir neu erschließt und die mir meine Freunde und meine Gegner neu erschließt. Und was ich an diesem Jesus also auch immer wieder so aufregend finde, dass er geht nicht in Aktion auf,
Er zieht sich zurück, auch zum Beten mit dem Vater. Er hat eine solche Beziehung zum Vater, dass wenn ich ihn sehe, ich ahnen kann, was der Vater ist, von dem wir eben gesprochen haben. Und dann vielleicht noch dieses in diesem Zeigen, wer Gott ist. Es muss in seinem Leben, in seinem geschichtlichen Leben auch für die Jünger, die mit ihm umgingen, etwas so Aufregendes gewesen sein, dass es also zu der zum Auferstehungsbekenntnis kommt. Aber nicht nur eine innerliche Erfahrung der Jünger, das ist ja denn wohl der Punkt, um den man sich endlos streiten kann und wo ich finde, also wir tun manchmal so, als ob man ein Geheimnis beweisen könnte. Und für mich ist dies ein so aufregendes Geheimnis, ich kann ein Geheimnis nicht erklären, aber ich kann es anbeten. Und von daher sage ich, Jesus ist für mich auch ein bleibendes Geheimnis, ganz Mensch und ganz Gott. Und dann muss ich mich also nicht, da muss ich jetzt nicht beweisen können, dass er Steine zu Brot verwandelt hat, um das, was Sie im Matthäus-Evangelium auch unter anderem beschrieben und in Berlin auch gesagt haben, aufzunehmen. Er hat eine verwandelnde Kraft gegenüber Menschen und er ist eine Realität auch als Auferstandener. Und dass ich das nicht beweisen kann, indem ich hier Zettel abzähle oder Knochen hinlege, das ist wohl deutlich, aber ich meine schon, diese Auferweckung ist ein Fundament meines Glaubens, bei Paulus nachzulesen. Wenn das nicht ist, dann geht alles den Bach runter. Insofern ist für mich Jesus auch immer der Auferstandene. Ich glaube, dass es nicht ganz einfach ist, sich über die Vielfalt von Vorstellungen zu verständigen, die in der Bibel selber angelegt sind. Das geht mit Verlaub schon durcheinander, wenn man sagt, Jesus war Gottes Sohn und Menschensohn und nicht sagt, Menschensohn ist in der Sprache der Apokalyptik des Frühjudentums ein Hoheitstitel, lediglich zum Kommentar zur Gottessohnschaft. Es ist gerade nicht das, was Sie damit verbinden, Ausweis seiner Menschlichkeit, sondern da wird ein Würdename gebraucht, den Jesus für sich selber mitunter verwendet, wenn man den Evangelien glauben kann. Entscheidend ist mir zunächst dieses. Vieles in den Evangelien spricht dafür, dass Jesus nicht angebetet werden wollte. Um es mal so zu sagen, er wollte nicht, dass man ihn verherrlicht, sondern er wollte, dass wir uns auf die Socken machen. Das können Sie im 7. Kapitel des Matthäus ganz gut nachlesen. Da sagt Jesus, kein Mensch, der nur sagt, du bist der Herr, kommt in das Reich Gottes, sondern einzig, wer tut, was mein Vater will, darauf kommt es an. Ich sehe dabei, dass man Jesus nicht verstehen und nicht erklären kann, indem man ihn ableitet aus der Logik der menschlichen Geschichte. Nicht aus der Logik der menschlichen Angst, nicht aus der Normalität des zweckorientierten Pragmatismus. Jesus kommt buchstäblich aus einer anderen Welt in unsere menschliche Wirklichkeit. Er redet sozusagen vom Himmel, von den Sternen in unsere Erde hinein und er möchte, dass wir unsere eigene Würde wiederentdecken, dass wir mit den Stirnen die Sterne streifen, während unsere Füße über die Erde gehen. So eine Größe hat er den Menschen gegeben. Für mich ist ein Titel zur Einübung unseres Glaubens an Jesus sehr wichtig, den ihm seine Gegner, wenn sie ihn nicht glaubten zu brauchen, oder seine Freunde, wenn sie spürten, wie nötig sie ihn hatten, beigelegt haben. Sie nannten ihn den Freund der Zöllner und der Huren. Ich möchte irgendwo mal einem Seelsorger begegnen, der sich diesen Ehrentitel wiederverdient, indem er die Provokation des Mannes aus Nazareth ein bisschen wenigstens versucht nachzuleben. Da wird in Abkehr des moralisierenden Programms Johannes des Täufers versucht, Israel zu öffnen im Sinne der alten Hoffnungen der Propheten. Kein Mensch mehr soll jetzt ausgegrenzt werden. Es sollen gerade diejenigen, die chancenlos sind, die nie haben glauben können, dass sie dessen würdig seien, eingeladen werden an denselben Tisch. Ohne Voraussetzungen und Bedingungen soll auf ihnen die Gnade Gottes ruhen. Und eine Vergebung, die nicht wie in der katholischen Beichte als erstes darin besteht, Buße zu tun, Schuld anzuklagen, weil Jesus deutlich spürt, das alles können die Menschen gar nicht. Ich habe dafür mitunter das Modell der Psychoanalyse als sehr hilfreich erlebt. Menschen können die Wahrheit über sich selber allererst empfinden,
und herausfinden, wenn Sie in einen Raum von Vertrauen treten, in dem Sie sicher sein können, nicht verurteilt zu werden. Solche Räume hat Jesus durch seine Person geöffnet. Und dann sind die ökumenischen Einheitsübersetzungen schlicht falsch, wenn es heißt, selig sind die Weinenden oder die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Man müsste sagen, Jesus hatte diese unglaubliche Kraft, dass er längst vereiste Tränen zum Fließen bringen konnte. Da wurde nicht getröstet in der Zukunft, da geschah endlich die Erlaubnis, wahrhaftig zu werden. Drum ist Jesus für mich der Heiland, weil er in seiner Sensibilität Menschen so berühren konnte, dass ihre Haut, Lepra entstellt, darunter rein wurde. Der die Augen des Blinden öffnet, ist für mich Licht vom Lichte. Derjenige, der es vermochte, den Menschen den Mund zu öffnen, dass sie ihre eigene Sprache wiederfanden, ist für mich das Wort Gottes. Derjenige, der die Menschen lehrte, sie könnten aufhören, den Tod zu fürchten. Fürchtet nicht diejenigen, sagt er, die euch physisch vernichten können. Nehmt einzig Gott ernst, ist für mich die Auferstehung längst vor dem Tode. Menschen beginnen wirklich zu sein, wenn sie sich aus dem Schatten der Todesangst lösen. Sie stehen frei einander gegenüber. Der das alles tut, verdient am Ende so bezeichnet zu werden wie von dem Besessenen in Gerasa, der buchstäblich aus der Hölle von 2000 Teufeln befreit wurde. Er wird von Gott nie mehr anders sprechen können, als indem er von Jesus erzählt und wie ihm seine eigene Person zurückgeschenkt wurde. Das hat zu tun mit dem Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes. Ich möchte aber eine Klammer darum machen. Die Sprache vom Gottessohn ist ein Interpretament zum Messias-Bekenntnis und stammt aus der Mythologie des alten Orients. Es ist keine Sprache des 20. Jahrhunderts, sondern ungefähr des 2. Jahrtausends vor Christus. Die Schulkinder heute leben nicht mehr in der Sprache der Königstheologie und Ideologie, Gott sei Dank nicht. Und Jesus selbst, nach allem, was wir davon wissen, hat sie gemieden wie die Pest. Er kriegt fertig, im 8. Kapitel des Markus zu sagen, sagt um Gottes Willen nicht, dass ich der Messias sei. Und er hat sogar im 10. Kapitel des Markus dem reichen Jüngling verboten, ihn auch nur guter Meister zu nennen. Er wollte durchsichtig sein, wie das Fenster einer Kathedrale auf das Licht, das vom Himmel kommt. So durchsichtig und so wenig schattenwerfend. Deshalb gerade strahlt aus ihm alles, was Gott uns mitzuteilen hat. Darin lebt er seine Menschlichkeit und darin, wenn wir uns darauf einlassen, sind wir Gott ganz nah. Entscheidend ist mir, ich möchte, dass wir aufhören, die Gehwanderungen der über 50% der Emnet-Untersuchungen, die sagen, für uns ist Jesus erst einmal ein Mensch, schon abzuqualifizieren als Nichtchristen. Ich entsinne mich der Geschichte, die Sie bei Ernest Hemingway lesen über den Karfreitag. Da unterhalten sich in einer römischen Kaschemme am Abend drei Soldaten. Und der eine sagt, es kommt mir immer noch hoch. Wenn Sie sie hochreißen am Kreuz, dann geht es Ihnen durch. Und sie schreien so. Er hat kein Glück gehabt, sagt ein anderer. Die ganze Mischpoke ist weggelaufen, nur sein Flittchen ist noch bei ihm geblieben. Aber er hat sich ordentlich benommen, sagt der Dritte. Und so erzählen sie weiter. Aber er hat sich ordentlich benommen, sagt der eine Soldat wieder. Es ist für Ernest Hemingway ein Mann heimgesucht zu der Zeit von schweren Depressionen. Eine ganz wichtige Formel, um zu sagen, was im alten Mann und dem Meer steht. Ein Mensch kann besiegt werden, aber nicht vernichtet. Er sieht in Jesus am Kreuz eine Treue zu seiner eigenen Person, seiner eigenen Würde, seinem eigenen Glauben. Und die Kerle können töten, ja, das können sie. Aber das Leben vernichten, das können sie nicht. Ist das weniger Glaube? Mich erschüttert so ein Text. Er wird sich weigern, Jesus Gottes Sohn zu nennen. Aber er taucht ein, wenigstens in eine Formel, die stimmt. Wie kann man einen einzigen wahren Satz schreiben? Das war die ganze Lyrik und Poetik des Ernest Hemingway. Für uns Theologen ist die Frage noch lange nicht beantwortet. Ich bin sehr sicher, dass wir Spuren Gottes in vielen Menschenleben entdecken. Und ich nehme mal Ihren Satz auf, warum jemand, der also sagt, Jesus war ein guter Mensch, dass ich den sofort als ungläubig bezeichne. Das ist der erste Zugang zu einer Möglichkeit, über Jesus
sprechen zu können. Und dann geht es allerdings für den Christen, der sich von diesem Glauben beschenkt weiß, weiter, dass Jesus für ihn mehr ist als ein guter Mensch. Und wenn Sie etwa diesen Zerrissenen, der zu sich befreit wird, beschrieben haben, dann ist das gewiss die Wirkung, die Jesus hat für jeden, der also sich auf ihn einlässt. Ich glaube, das ist selbstverständlich ein unglaubliches Stück Befreiung, aber da wir ja noch nicht im Himmel sind, ich drücke es mal bewusst so altmodisch aus, finde ich mich auch nach dieser Befreiung mit meinen menschlichen Unvollkommenheiten vor. Ich bin nicht Jesus. Jesus ist mehr als ich bin. Und er kann mir immer wieder Hinweise geben. Matthäus 25 ist für mich ein ganz wichtiger Text, wo er sagt, tja, also diese berühmte Gerichtsrede, wem du was gegeben hast zu trinken, zu essen, Trost, Worte, Gefängnis besucht und so fort, das war alles ich. Dass ich also ganz sicher, und da trifft sich diese Bemerkung mit dem Ersten, in der Begegnung mit dem Menschen auch eine Gottes- und Jesus-Erfahrung habe. Das ist sicher nachdrücklich zu betonen. Aber ich werde dann eben auch gefragt, wie das war. Und insofern ist dieser Jesus für mich eben mehr als ein guter Mensch. Und das können und müssen wir dann in der Tat weiterführen. Und Sie haben dieses in der schönen Sprache auch der Lyrik und der Dichtung ausgedrückt. Da steckt ja auch ein Stückchen Ahnung von dem, was sein könnte. Und lassen Sie mich es mal so sagen, im Aufschrei gegen das Böse, im Aufschrei gegen das Unrecht, wird ja ahnbar, dass wir etwas anderes ahnen können als das Unrecht, sonst würden wir nicht aufschreien. Aber wie dieses andere beschaffen ist, das können wir aus der Mitteilung, die durch Jesus als den Auferstandenen an uns gekommen ist. Und dass Kinder dies heute formelhaft lernen, ich war zwar 20 Jahre in der Schule, aber bin nun 20 Jahre schon nicht mehr in der Schule. Also verzeihen Sie, die Lehrer und Lehrerinnen, die ich kenne, die unterrichten nicht mehr so formelhaft, sondern die versuchen zu vermitteln Begegnung mit einem Lebenden, um dieses Schillerbecks Wort zu nehmen. Jesus, die Begegnung mit einem Lebenden. Und dieser Lebende behält seine Kraft nach seinem Tod, eben auch wegen der Auferstehungserfahrung. Und ich meine, dass wir hier auch ein Stück Botschaft weiterzugeben haben, weil das die einzige Antwort ist, um nicht Verzweiflung, sondern Hoffnung zu setzen. Zur Kirche kommen wir auch noch. Ja, gut. Bitte, kurze Antwort. Ja. Ich möchte ein kleines Beispiel mal geben, wie unterschiedlich der Glaube an Jesus Christus wirken kann. Wir haben gerade im Erbe dieses Glaubens es sehr schwer, uns einzugestehen, dass unser Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes noch bis in die jüngste Zeit dazu geführt hat, das Volk und die Religion, der er selber entstammt, auszugrenzen und zu Gottesmördern zu erklären, das Volk der Juden. Die Christologie schon des Neuen Testamentes ist auch unter anderem eine Kampfideologie zur Ausgrenzung von Menschen und kaum hat das Christentum um 380 die Macht einer Staatsreligion gewonnen, als die Exekutionen losgehen. Dieses Erbe der fertigen Dogmatik müssen wir immer wieder abarbeiten, indem wir versuchen, uns aus den Glaubensformen zu lösen. Entscheidend ist, dass Jesus, wenn er denn der Messias König ist oder erklärend dazu der Sohn Gottes, gerade nicht königliche Macht beanspruchen musste und wollte. Die Lehrer in den Schulen werden in aller Regel heute die Missverständnisse wegzunehmen haben, die sich augenblicklich bilden, wenn von Königen die Rede geht. Sie finden in der Kirchengeschichte und in der Menschheitsgeschichte keinen Menschen, der so sehr jeder Verfeierlichung abhold war, behaupte ich, wie Jesus von Nazareth. Wie glaubt man jetzt an ihm? Ich gebe mal ein Beispiel aus dem 6. und 8. Kapitel des Markus-Evangeliums. Sie werden das kennen, Frau Lorin. Da treten an Jesus in einer neutestamentlichen Legende zweimal eine Gruppe von Menschen heran, über 5000, die Hunger leiden. Und die Jünger fragen, was sollen wir damit tun? Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. In dem Wunderglauben meines Erzbischofs, in dem fertigen Bekenntnis, Jesus ist der Gottessohn, ist der Fortgang der Geschichte kein Problem.
Jesus war selber teilhaftig der Allmacht seines Vaters, er konnte Wunder wirken, er hat ein Wunder gewirkt, die Leute wurden gespeist und jetzt ist der Unterschied. Wir beten Jesus an, der allmächtig war und damals Wunder wirken konnte, brauchen ein Gleiches aber nicht zu tun, wie er damals tat, denn wir sind ja nur unvollkommene, schwache Menschen, wie Sie gerade sagten. Da wird der Unterschied zwischen Jesus und den Gläubigen immer größer, je länger die Kirchengeschichte dauert. Schauen Sie sich die Erzählung genauer an, läuft sie ja anders. Da fragt Jesus die Jünger, was habt ihr in den Händen? Und sie sagen nichts. Da ist ein Junge, ein Kind, das hat drei Gerstenbrote und ein paar Fische. Und Jesus sagt, teilt das aus. Die Geschichte, hören Sie richtig, erzählt davon, dass erwachsene Menschen, vernünftig denkende Männer, befragt werden, was sie haben zur Lösung der Not anderer. Und ich höre bis heute die Dauerantwort, wir haben aber nicht genug. Nie gemessen an der Not und Bedürftigkeit der anderen Menschen. So höre ich unsere Kirche bis heute sprechen. Wir können ja nur Geld ausgeben, das wir eingenommen haben. Ich höre den Staat sprechen. Wir können für die dritte Welt niemals auf 0,7% des Bruttosozialprodukts kommen, die ganzen letzten 19 Jahre nicht. Wir müssen einen Kungel machen, der die Menschen zu 50 Millionen jedes Jahr ins Elend drückt. Wir sind immer noch nicht reich genug, denn wir haben noch nicht genug, um wirklich gütig zu sein. Das wirkliche Wunder Jesu ist, dass er erwachsene Menschen über den Graben ihrer sogenannten Vernunft hinweg hilft und sie lehrt zu geben, was sie haben, statt zu rechnen, was sie besitzen. Und dann entsteht ein großes Wunder. Es langt für alle und es kommt körperweise wieder. Ein solches Wunder sehe ich bei Frauen, die oft über ihre Kraft sich engagieren, für ihre Familie, ihre Kinder, bei Lehrern, für ihre Schüler, im Rahmen jeder Form für Verantwortung, die Menschen längst überfordert. Diese Wunder wirken weiter, aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob Sie sagen, ich traue Jesus zu, dieses Wunder wirklich zu tun, wenn ich mich ihm übergebe, dann glaube ich an ihn. Oder ob Sie aus ihm eine Mandala umgebene Ikone machen, vor der Sie sich niederknien. Alles, was ich sagen möchte zum Christusglauben, hat der NDR einmal in einer Sendung auf die Formel gebracht. Was Treffermann möchte ist, hört auf, Jesus anzubeten, sondern macht euch auf die Socken. Und ich denke, das ist gut jesuanisch. Ich möchte den Versuch machen, das wird sicher noch ein paar Mal notwendig sein, zu dem Thema und zu dem nächsten Punkt langsam überzuleiten, auch zur Frage der Kirche. Ist schon verschiedentlich angesprochen. Frau Lorin, in Ihrer Antwort bitte ich folgende Frage, die ich selber oft höre im Reden mit jungen Menschen, aber auch zunehmend mit alten Menschen. Wo sind diese Spuren Gottes? Wo ist Jesus der Lebendige, von dem Sie gesprochen haben, in der Kirche heute zu finden? Sicherlich in manch einer Gemeinde, sicherlich bei manch einem Christen. Jetzt wollen wir also nicht wieder sagen, wir grenzen dann andere aus, sondern Sie haben ja gefragt, ganz präzise, in der Kirche. Und sicherlich auch in manch einem kirchlichen Dokument, aber er ist zu finden auch, und da will ich das, was Sie eben gesagt haben, noch einmal aufnehmen, Sie gesagt haben, mach dich auf die Socken, da sind wir sicher beide dafür, aber dass Sie dann gesagt haben, also nicht anbeten. Man fragt sich, was ich unter anbeten verstehe. Das ist für mich nicht verhimmeln, aber das ist für mich Begegnung, Gespräch, ich gucke ihn an, er guckt mich an, mit einer Wirklichkeit Gottes, die ich eben nur in Jesus erfahre. Und diese Wirklichkeit kann ich in der Kirche, in meiner Gemeinde auch heute noch erfahren. Und dann kommt natürlich selbstverständlich, muss auch die Kritik zur Sprache kommen. Wenn ich also etwa, ist immer das Dumme, wenn man sowas sagt, man setzt immer voraus, dass andere Leute sowas auch gelesen haben. Und diese Instruktion, ich möchte ja hoffen, dass die nicht zu viele lesen, weil das eine Versuchung im Glauben sein kann. Das ist also die Instruktion, über die den Glauben lehrend vermitteln und die also
denen da gesagt wird, dass sie alles zu lernen haben und dass, wenn sie, dann geht es mir vor allem um den Punkt des Dissenses. Um den wird ganz lange dort dargestellt. Wenn ich also einen Dissens habe, dann geht es einmal darum, wie ich Lehramt verstehe, dann geht es darum, wie ich das Problem der Vermittlung verstehe. Das wird total ausgelassen. Und wenn es dann heißt, wenn er also einen Dissens hat, der gläubige Priester oder der gläubige Weltchrist, dann sollte er den seinen Oberen darlegen und auf keinen Fall die Öffentlichkeit beteiligen. Und da kommt eine derartige Konfliktscheu heraus, sodass, wenn Sie jetzt sagen, Spuren Gottes in der Kirche, dann möchte ich Sie auch, und es gibt Beispiele dafür, die wir auch leben, sicherlich nicht genug, dann möchte ich Sie auch vor allem dort entdecken. Das wäre für mich die Botschaft dieser Kirche, die Sie in einer säkularen, auf Freiheit bauenden Gesellschaft geben könnte, geben müsste, geben sollte, dass wir verschiedener Meinung sein können, das aushalten und uns deshalb nicht weniger lieben. Das, was Rahner über den Dialog geschrieben hat, dass der alte Rahner, den ich also wirklich, dem ich unendlich viel danke, Rahner hat über den Dialog geschrieben, was ist denn das? Ist das eine Bekehrungsveranstaltung? Hintenrum doch. Oder ist das ein Geschwätz, das wir nicht ernst nehmen? Dann hat er gesagt, nein, wenn ich den anderen ernst nehme, dann ist in seinem Nein wird auch mein Ja geläutert. Und da mein Ja auch stets ein unvollkommenes Ja ist, wird durch sein Nein die Unvollkommenheit meines Ja ergänzt. Kirche also, um noch einmal auf Ihre konkrete Frage mit den Spuren zu kommen, hieße für mich in einer Demokratie, in der die Unterschiedlichkeit der Meinungen zur Selbstverständlichkeit gehören muss, zeigen, dass man in der Kirche sich anders streitet als im politischen Bereich. Und leider ist das Gegenteil meiner Erfahrung sehr oft. Und noch einmal dieses dazu, in der frühen Kirche hat man sich gestritten, und zwar ganz kräftig. Und trotzdem, als der Paulus noch ein Saulus war, nun bin ich nicht ganz so zitatenfest wie der Theologe, aber ich glaube, es ist Apostelgeschichte 9, wo er von den Rabbinen Briefe haben will, um damit also die Leute, darauf komme ich gleich, das ist der Punkt, der mir so wichtig ist, um gegen die Briefe zu kriegen, um die Männer und Frauen dort also einlochen zu können. Und da sagt er, ich möchte Briefe, und früher stand in unserer Bibel gegen die Leute von der neuen Lehre. Und heute steht dort, der Schriftanalyse entsprechend, gegen die Leute vom neuen Weg. Und das heißt, dass Christentum sich zuerst als Weg und dann auch als Lehre bekundet. Und das wären für mich Spuren von Jesus Christus und Gott in unserer Kirche. Und vielleicht noch ein letztes. Wir haben in einer Diskussion, die dann leider nicht fortgesetzt worden ist, übrigens, das war der Geist in der Würzburger Synode, das möchte ich wirklich sagen, das war der Geist in der Würzburger Synode, dass wir verschiedener Meinung sein konnten und nicht meinten, also meine Meinung, die ist ja besser, deshalb bin ich ein Stück frommer und deine Meinung weicht von meiner ab, deshalb bist du weniger fromm. Nein, dass wir anerkannt haben, jeder von uns bemüht sich um dieses Suchen, und wir haben im November 88 eine Tagung, Zentralkomitee und Bischofskonferenz gehabt, da kam nur die Hälfte der Bischöfe. Die andere Hälfte dachte, wir sind vielleicht doch ein bisschen Heretiker, aber die kamen, das war wirklich so toll, dass wir geschafft haben, unterschiedliche Meinungen durchzuhalten, auszuhalten, ja sogar als Bereicherung zu erfahren. Und wenn dieses Signal von Kirche ausgehen kann, dann wäre ich also ein Stückchen zufriedener, als ich es heute sein kann. Ich glaube, dass Jesus keine Kirche gründen wollte im Unterschied zur Synagoge, sondern dass er Menschen vereinigen wollte zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Er wollte Orte bilden, an denen Menschen wieder die Hände wachsen können, dass sie lernen zuzugreifen, eigenhändig und eigenständig zu leben und einen Mut gewinnen, aus den verfestigten Anpassungsformen von Schriftgelehrtheit und Pharisäismus herauszuführen. Nicht jetzt als Marginalien der Zeitgeschichte damals, sondern als Typen einer Herausforderung, die bis heute gilt. Wenn das so ist, dann muss ich ziemlich prägnant im Namen des Gottes, an den ich glaube, und im Namen Jesu, an den ich glaube,
so deutlich als ich nur kann, als katholischer Priester erklären, dass ich an die römisch-katholische Kirche nicht zu glauben vermag, wohl aber an das Reich Gottes, auf das ich hoffe. Mit anderen Worten, die katholische Kirche muss an jeder Stelle sich fragen, inwieweit sie ihrem eigenen Anspruch und der Verkündigung ihres Gründers entspricht oder widerspricht. Dabei geht es jetzt nicht darum, nach Plus und Minus Erfahrungen gegen Erfahrungen zu verrechnen. Es wird viele geben, denen die Kirche geholfen hat, denen sie karitativ unter die Arme greift, denen sie in der Orientierung auf dem Lebensweg nützlich und dienlich war. All das sei mal außer Frage. Es gibt ein paar Strukturmomente, in denen speziell die katholische Kirche so nicht bleiben kann, wie sie ist. Sie kann nicht römisch bleiben, wenn sie katholisch werden möchte. Sie kann nicht de facto Thomas Hobbes Recht geben, die römische Kirche ist gegründet über dem Grab der römischen Cäsaren, auf welchem sie ihren Thron errichtet hat. Und dann immer noch meinen, sie verkündet die Armut des Jesus von Nazareth. Noch der Taxifahrer, der mich eben hierher fuhr, sagte, Mensch, sagen Sie es doch denen. Es ist doch nicht möglich, eine arme Kirche zu haben und im Palast zu leben. Ich habe versprochen, ihn zu zitieren. Ich sehe die katholische Kirche befindlich 2000 Jahre nach der Bergpredigt weiter denn je entfernt von ihrem Ursprung, als es damals in der Urkirche, wo noch diskutiert wurde, zugegeben gewesen sein mag. An vielen Punkten glaubt die Kirche, sie könnte, ohne unglaubwürdig zu werden, von den erklärten Weisungen des Neuen Testamentes abweichen. Die Armutsforderung wird aufgehoben für ein paar Ordensleute und Kleriker. Alle anderen brauchen danach sie scheinbar nicht zu richten. Wir werden weiter für viele Millionen Mark unsere Kirchen renovieren. Die Not der dritten Welt wird da suspendiert. Da ist nicht der Maßstab von Verantwortung weltweit, sondern Gruppenegoismus im Namen Gottes tätig. Im Neuen Testament steht, du sollst nicht schwören, du sollst nicht Menschen festlegen, sagen wir im Alter von 25 Jahren bis 75. Du sollst von Menschen keine Freiheitsgarantie auf lebenslänglich einfordern. Steht ausdrücklich da. Die Kirche tut genau das dutzendfach. Bei jedem, der irgendein Amt in ihr bekleiden will. Es steht im Neuen Testament, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Matthäus 7, 1 bis 5. Die Kirche hat zwei Bücher in ihrem CIC, das nur den Strafen für sogenannte Abweichungen und Vergehen gewidmet ist. Wir könnten das ab sofort und ohne jeden Schaden streichen. Was am allerschlimmsten ist, ist die Entdeckung, die Sigmund Freud hat machen müssen vor über 60 Jahren, dass er dachte, was heute Religion heißt in Wien, im Katholizismus, setzt sich zusammen aus Vaterabhängigkeit, aus Triebunterdrückung und Frauenfeindlichkeit. Er hat das Ganze unter dem Namen Ödipus-Komplex beschrieben. Wie geht es denn an, frage ich mich, dass Matthäus 23 Jesus ganz ausdrücklich sagt, niemand von euch lasse sich Vater nennen, und wir schwärmen mit Padres in die Lande, um die Menschen zu missionieren. Und wir haben an der Spitze ein Paterpatrum, ein Papa, der noch heilig genannt wird, ganz im Widerspruch zum Worte Jesu. Er steht erkennbar heute der Ökumene der Christen als einziger wirklich im Wege. Mehr noch, den eigenen Worten nach versteht die Kirche sich als einen Ort der Erlösung. Sie weiß ihrer eigenen Doktrin nach sehr genau, dass man Menschen abholen muss, um sie vom Tod zum Leben zu führen, von Verzweiflung zur Hoffnung. Aber das Ganze ritualisiert sie in der Taufformel, die man 6 Monate alten Kindern angedeihen lässt, die man dann später weiter kirchenamtlich glaubt, verwalten zu können. Das Allerschlimmste aber, Frau Laurin, ist, dass solche Erklärungen wie jetzt von Ratzinger, ist ja nicht neu, das war letztes Jahr schon, das ist dieses Jahr und das soll so weitergehen, nicht durch Zufall vom Baum der Erkenntnis fallen, sondern wirklich von der Schlange angetragen werden, die sich da Vatikan nennt. Angetragen wird uns der fundamentalistische Aberglaube, ein wirklich entsetzliches Verdrehen der Botschaft Jesu. Es gäbe so etwas wie eine Garantie der Wahrheit im Lehramt. Dergestalt, dass jemand nur weil er Bischof ist und sich die Mitra aufsetzt, vermögend und verpflichtet ist, die ganze Wahrheit des Christus dem Volk der Gläubigen, den Laien, jetzt den Unmündigen, den Nichtwissenden, den Zuhören Sollenden,
vorzulegen. Solche Wahrheitsvorleger brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die selber zuhören. Das ist meine Meinung. Darum zitiere ich gerne einen Mann, der dafür verbrannt wurde, dass er in der Bethlehemkirche von Prag vor über einem halben Jahrtausend gesagt hat, die Päpste, die Kardinäle und die Bischöfe sind nicht die Nachfolger der Apostel, es sei denn, sie lebten wie dieselben. Das war Jan Hus. Und um es zu erläutern, möchte ich ein kleines Bonmot als Geschichte erzählen. Es lebten im 12. Jahrhundert drei Brüder in England als Prinzen von Serendip, die über die seltene Fähigkeit verfügten, noch das Schlimmste in das Beste zu verwandeln. Die Engländer sprechen für diese Tugend heute noch als der Serendipity. Mir will scheinen, dass schon im 12. Jahrhundert die Prinzen von Serendip der katholischen Kirche als Ketzer gefährlich wurden. Sie wurden so erfolgreich ausgerottet, dass dieselbe Kirche in das Vermögen kam, aus dem Besten noch das Schlechteste zu wirken, und darum ist ihr schwer zu helfen. Aber manchmal, wenn die Nebel von Cornwall über das Land ziehen, hören sie im Wehen des Windes, ganz leise erst, wie es da sagt, beseitigt die bischöfliche Bürokratie. Beseitigt die bischöfliche Bürokratie. Und dann wie im Sturmwind für alle, beseitigt die bischöfliche Bürokratie. Anders ist keine Hilfe mehr. Das Nun haben wir den großen Vorteil, dass in diesem Fall wirklich die bischöfliche Bürokratie an diesem Platz nicht anwesend ist. Frau Lorin, bitte. Ja, also, dass ich hier widerspreche, wird Sie nicht verwundern. Das müssen wir auch aushalten. Das müssen wir auch aushalten, und ich finde ganz wichtig, das will ich vorweg sagen, dass durch unterschiedliche Meinungen hier überhaupt Interesse an diesen Fragen geweckt wird. Ich habe in unserer Kirchenzeitung geschrieben, Drewermann, Auseinandersetzung mit ihm ist auch eine Chance, dass Leute sich für Kirche und Glauben interessieren, die das vorher weggeschoben haben, das vorweg. Und nun zur Sache. Sie haben gesagt, also ich glaube an das Reich Gottes, aber nicht an die römisch-katholische Kirche. Im Glaubensbekenntnis kommt ja nicht vor, dass ich an die römisch-katholische Kirche glaube, sondern da glaube ich die allgemeine und so weiter, da ist katholisch als allgemein übersetzt. Aber, römisch-katholisch kommt darin nicht vor, aber, nee, römisch kommt nicht vor, ja, Entschuldigung, Kopplung, ich habe ja eben gesagt, allgemein, allgemein. Lassen Sie doch bitte die Frau Lorin reden. Die Wahrheit. Das ist richtig. Also ich beanspruche nicht, die Wahrheit zu haben. Ich versuche nur, meine Auffassung zu geben, mehr nicht. Und noch einmal also, für mich ist die römisch-katholische Kirche das, was auf dieser Erde von Kirche verwirklicht worden ist. Ich will jetzt mal ein ganz kühnes Beispiel sagen, sozusagen wie ein Stück Menschwerdung, dass ich also in einer irdischen Form mit allen Schwächen, und der Mensch bleibt ein Wesen mit Fehlern und Schwächen, insofern ist für mich die römisch-katholische Kirche auch bei mancher Kritik etwas, was mir Glauben vermittelt, eine Hoffnungsgemeinschaft, eine Exodusgemeinschaft. Alles, was Sie an Kritik zu einzelnen Lebensformen gesagt haben, schiebe ich jetzt bewusst einmal beiseite, weil ich zuerst einmal dieses sagen will. Und diese Kirche, die zwar, und ich nenne mal beides, 1832, da war Goethes Tod, da war das Hambacher Fest und da war dieses kirchliche Dokument, Mirarivos. Das war das erste Mal, dass sich Kirche mit der öffentlichen Meinung auseinandersetzte. Und sie verdammte die bis aufs Letzte. Diese Pressefreiheit, das ist also ein schlimmes Dokument, wenn man das liest, 1832. Aber es kann doch niemand leugnen, dass diese selbe Kirche heute etwa in Polen, in Russland, etwa in der Dritten Welt, ein Leonardo Boff und, die sind ja wahrhaftig auch Kirche. Und die von Pueblo oder von Medellin die Stellungnahme. Da sind auch Bischöfe dabei, dass wir also nicht falsche Fronten aufbauen. Ich sehe eben nicht nur die Verlautbarung von Ratzinger, sondern ich höre auch
die von Bischöfen aus der dritten Welt, die eben Freiheit verkünden, und die sind für mich wahrhaftig Kirche, und die gäbe es nicht, wenn wir uns auflösen in lauter Einzelne. Für mich ist diese gruppenbildende, strukturelle Hilfe, zusammenzubleiben, Botschaft zu verkünden, etwas weiterzugeben, was sonst untergeht in lauter persönlichen Verlautbarungen. Es ist sozusagen das, ja, wie soll ich das sagen, das hat mal einer ein schönes Beispiel geschrieben. Es müssen die Musiknoten geschrieben sein, wenn ich ein Orchesterstück spielen will. Und für mich ist Kirche in diesem Sinne die Musiknoten, die da geschrieben sind, und wir sind dann dran, das zum Hören, zum Klingen, zum Antworten zu bringen. Dem Bild, ich denke, das Bild entspricht der Vorstellung von einem Programmorchester. Ich gebe zu, dass mir der Jazz da mehr liegt. Man hört aufeinander und zwingt ein. Also, da muss ich mal ausnahmsweise mit einem Satz ins Wort fallen. Also, die Mozartsche Form oder ist auch... Lieber. Ist ja geschehen. Nein, nicht lieber. Ich hörte, die war auch nicht so starr, wie man meint, sondern da hatte man Ensemblemusik, wo man auch mal zwischenspielen durfte. Ja, ist ja gut. Entscheidend ist mir, dass die katholische Kirche heute nicht nur in den Erklärungen von Ratzinger, sondern im Anspruch einer wissenden Wahrheit Gottes bis in die Details hinein das menschliche Leben verrechtlicht. Sie könnte lernen von der Systemtheorie, von der Kybernetik, von der Synergetik, von vielem, was wir heute wissen, dass eine zu Ende geführte Ordnung identisch ist mit dem Tod. Sie hat am Ende durchsichtige Kristallen oder Eisblumen zum Ergebnis, aber keine lebenden Menschen mehr. Die brauchen die Ausnahmen, die brauchen die Felder des Neuen. Die Weisheit der Ägypter ist da sehr zu rühmen, die ihre Tempel mitten in die Überflutungszonen des Nil bauten, um zu sagen, das Göttliche muss sich regenerieren können an den Chaosrändern. Ich gebe das nur mal als Beispiel wieder, wie im Moment diskutiert und ausgegrenzt wird in einem wichtigen Punkt des Paragraphen 218. Frau Rita Süssmuth könnte eben nicht sprechen, bei aller Öffentlichkeit des ZK. Und ich muss hinzufügen, das ZK ist im Wesentlichen die Gruppierung des Verbandskatholizismus der katholischen Kirche. Die übrigen Laien werden da eben nicht gefragt. Ich lerne aus alledem, dass wenn laut Emnet-Institut etwa 4/5 der Bevölkerung, 80% faktisch mit der Kirche lebendig kaum noch was zu tun hat, die Kirche einen Fehler nach dem anderen begeht. Ein Hauptfehler besteht darin, dass sie seit 500 Jahren sich weigert zu lernen, den Humanismus verboten, die Reformation abgewehrt, die Aufklärung unter Eid wegdiktiert, die modernen Wissenschaften, Darwin, Freud, immer noch unter Zensur, bis 1965 den Index der verbotenen Bücher, verbrannt die Werke von Giordano Bruno, auf dem Index des Verbotenen sogar Galilei, das noch 1973 ein Kardinal in Lindau den Nobelpreisträgern erklären musste, es gäbe Hoffnung, dass Galilei vom Index verschwinden würde. Großes Gelächter. Diese Kirche ist um Jahrhunderte rückständig. Das ist der faktisch existierende Katholizismus. Und daran müssen wir was ändern. Ich glaube, es muss eine Organisation jemand sehr lieben und hier eigentlich sehr treu sein, der von ihr verlangt, dass sie sich ändert. Mir scheint manchmal... Mir scheint manchmal, dass wir in einer Situation stehen, wie sie ungefähr um 600 vor Christus existierte, als der Prophet Jeremia zu Gott betete im Tempel und dafür verflucht wurde von den Anhängern des fertig gelebten Glaubens. Es möge bald König Nebukadnezar kommen und Jerusalem zerstören, damit Gott endlich in das Herz der Menschen wieder schreiben könne. Seit der Aufklärung, seit 200 Jahren, wissen wir, dass kein Mensch mehr dabei Troste ist, einem anderen irgendetwas glaubt, bloß weil er ein Amt innehat. Entweder er hat als Person und als Mensch etwas glaubwürdig zu vermitteln oder er hat eben nichts zu vermitteln. Kein Bischof kommt aus dieser Klemme der persönlichen Glaubwürdigkeitskriterien heraus. Und wenn Sie dann fragen, wo ist denn die Kirche, glaube ich Jesus aufs Wort, sie ist dort, wo auch nur zwei Menschen so zueinander finden, dass Gott darunter wachsen kann. In jedem Moment der Zärtlichkeit, in jedem Moment der wechselseitigen Annahme, in der Fähigkeit, sich selbst die Fehler zu vergeben, sich selber klar zu werden und zu reifen über die Verletzungen des Lebens, gemeinsam mit dem anderen, steht mir etwas von Gott. Und dann bin ich ganz sicher, er ist oft da, wo man ihn in der Kirche
überhaupt nicht vermuten würde. 1944 wurde ein Mann aus Schweden als Botschafter, das heißt als Händler für Trüffel, nach Budapest geschickt, Raoul Wallenberg. Er hatte lediglich die Mission, viel Geld zu verdienen. Er glaubte im christlichen Sinn nicht besonders an Gott. Aber er erlebte, wie die Pfeilkreuzler, wie die Faschisten Tausende von Juden unter Eichmann abtransportieren. Das war Wallenbergs Stunde. Er sagte sich, man muss die Bürokraten mit den Mitteln bekämpfen, an die sie glauben. Sie glauben nur an die Bürokratie. Also belügen wir sie mit einer eigenen Bürokratie. Wir stellen Pässe aus für Juden schwedischer Staatsangehörigkeit und gehen an die Transportstellen zu den KZs und lesen vor, vortreten möge Schmuel Zwi oder wie auch immer. Und weil die Angst spitze Ohren macht, traten Leute vor, die so noch nie genannt wurden. Juden plötzlich schwedischer Staatsangehörigkeit. Der Mann als Einzelner rettete Zehntausenden das Leben. Ich glaube, wenn wir sagen, Jesus war Gottes Sohn, dann sollten wir endlich den Mut haben, selber zu leben gegen vorgefundene Strukturen, die einschüchtern und ängstigen. Und das bisschen Wahrheit, das wir sehen, heute leben, nicht erst morgen. Das Reich Gottes hat nicht die Verheißung, in 2000 Jahren zu kommen, sondern hört man Jesus zu, noch heute Nachmittag für Menschen, die durch Angst hindurchgehen. Auch die Angst, die die Kirche machen kann. Ganz sicher ist ein hohes Maß Übereinstimmung in dem, was als persönliche Forderung von Ihnen formuliert worden ist. Aber wenn Sie sagen, dass die Kirche sich weigert zu lernen, dann möchte ich dem doch widersprechen. Mein Beispiel eben mit Mirari Vos und heute Freiheit. Oder nehmen Sie das Zweite Vatikanum. Da hat Kirche gelernt. Was mich bekümmert, ja natürlich. Sie sagten eben, Boff ist ein Beispiel, Skillebeks mögen Sie gern. Skillebeks, ja. Wo sind denn die beiden, außer dass sie verurteilt sind? Nein, Entschuldigung, Skillebeks ist keineswegs verurteilt, den hat der Papst sogar umarmt, aber bitte, das führt hier, nein, meine Damen und Herren, verzeihen Sie, ich will, wir würden auch nicht, och, das stört mich nicht, ob ich schwach bin. Es geht darum, verzeihen Sie, entweder wollen Sie unterschiedliche Meinungen hören oder Sie wollen, dass jemand sich dem erwarteten Beifall anpasst. Das tue ich nicht. Von daher sage ich noch mal nachdrücklich, dass für mich Kirche im Unterschied zu mancher staatlichen Institution, obwohl es da auch andere Beispiele gibt, eine Institution ist, die gezeigt hat, dass sie lernen kann. Nicht schnell genug, sage ich oft, okay, vielleicht auch nicht meinen Erwartungen, sind ja aber nicht die einzigen, andere haben gegenteilige Erwartungen. Wenn ich etwa die Rolle der Frau nehme, da wird heute nicht mehr gesagt, selbst in dem apostolischen Schreiben über die Würde der Frau, Dignitatis, wird gesagt, dass es eben nicht Evas Sünde ist, sondern beider Sünde, das haben Theologen ja schon länger gesagt. Aber das wird nun dort gesagt, das heißt, sie ist fähig zu lernen, nicht genug, denn da kommt drin vor, dass die Frauen die erleuchteten Augen des Herzens haben sollen. Das hoffe ich, hätten die Männer auch. Also insofern wird es da immer wieder ein Pro und Contra geben, aber ich meine schon, ich möchte doch sagen, sie weigert sich nicht zu lernen. Dann haben Sie, ich versuche auf das Bezug zu nehmen, was Sie gesagt haben, Sie haben gesagt, sie verrechtlicht menschliches Leben, zum Teil. Aber sie befreit auch, sie ist diejenige, sag ich mal, als jemand, der erst mit 24 oder 23 Jahren katholisch geworden ist, sage ich, dass sie auch jemand ist, der mit der menschlichen Schuld so umgeht, dass man danach weiterleben kann, trotz dieser Schuld, im Wissen dieser Schuld, weil man eben auch durch die Kirche, auch durch das Sakrament der Vergebung, einem Gott begegnet, der Vergebung ist. Durch menschliche Hände, sicherlich. Aber wenn Sie nun Ratzinger zitiert haben, dann gibt es ja zwei jüngste Äußerungen. Ich habe zuerst gedacht, Sie meinen die, wo er gesagt hat, man dürfte also Bücher mit theologischem Inhalt nur veröffentlichen, wenn das Neil Obstadt drin steht, sozusagen. Die letzte. Und dann gibt es ja noch die, ich habe das nicht im nicht römischen Dokument gelesen, sondern ich habe dies also nur so nicht öffentlich kritisieren, aber auch die andere Erklärung, dass es nicht reicht, wenn sich zwei versammeln, das sei noch nicht Gemeinde. Dass also die gemeindebildende Kraft der Versammlung nicht alleine ausreicht.
dann will ich das doch unterscheiden und sagen, für mich ist Ratzinger nicht die Kirche, sondern ich finde, da gibt es auch andere Stimmen. Und wenn ich Schillerbecks, und ich kann jetzt Theologen nennen, ziemlich viele, Wieser und Beinert und Haag und wen alles, und dann sagen sie, ja, die sind alle im Außen. Nein, die sind eben nicht im Außen, manchmal haben sie Ärger, den müssen sie auch haben. Es hatte ja Thomas von Aquin zuerst auch ganz kräftigen Ärger in seiner Fakultät. Und genau da meine ich, lassen Sie mich, fällt mir gerade ein, lassen Sie mich doch mit einem Manne sagen, der sagt, ja, soll ich denn nur aus dieser Kirche rausgehen? Théa de Chardin ist es. Und der sagt, nein, das kann ich nicht. Denn das, was ich an ihr kritisiere, habe ich durch sie als Maßstab und Botschaft bekommen. Das ist meine Position. Mir ist das ganz lieb, dass Sie zum Beispiel auf Tallard nochmal zu sprechen kommen, weil die einzigartige Tragödie dieses Lebens darin zu sehen ist, dass die Kirche sich geweigert hat zu lernen und auch heute noch Schwierigkeiten hat. Sie hat die Geschichte von Adam und Eva als eine historische Urkunde verwaltet, sodass die Paläontologie, der Darwinismus, unverträglich mit dem katholischen Lehramt waren. Heute nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass Théa de Chardin seine Anwesenheit in der katholischen Kirche mit der Abwesenheit im Raum der Gelehrten bezahlen musste. Er durfte zu Lebzeiten nur für die Nachtkonsole publizieren. Ich habe heute meine Schwierigkeiten mit dem Lehramt, aber ich sage mir, ich lebe heute. Ich werde keine Schrift, keinen Gedanken, kein Gefühl zurückhalten für die Grabsteine. Ich werde es heute äußern, egal was daraus wird. Und ich denke, das hätte Tayat auch tun müssen, aber dann wäre er nicht mehr der heute verehrte Mann der Kirche. Diese Kirche hat im 20. Jahrhundert bis in die jüngste Gegenwart offenbar die Macht, zu Lebzeiten zu töten und danach zu verklären. Und das stimmt so nicht, gerade wenn wir später noch über Auferstehung reden. Ein anderes mit den Schuldgefühlen, mit der Schuld und der Vergebung, die Sie der Kirche verdanken und an ihr als Moment auch der Übereinstimmung rühmen. Weiß Gott nicht, um Beifall zu bekommen, aber um eine schwere Wunde zu markieren, behaupte ich mal, dass hier unter unseren Zuschauern und denen hier im Saale niemand sein wird älter als, sagen wir, 50 oder 60 Jahre. Ich bin älter. Der nicht die gesamte, der nicht, warten Sie, der Nachsatz. Der nicht seine Kindheit, sagen wir, zwischen dem 12. und 27. Lebensjahr hat durchführen müssen unter der Erklärung, dass jede sexuelle Gefühlsregung vor der Ehe, außerhalb der Ehe, nach der Ehe schwere Sünde sei und dass, wenn sie in der Ehe vorkomme, allenfalls mit dem Ziel der Nachfolge verbunden bleiben müsse. Mit anderen Worten, da ist Generation für Generation die Tatsache, dass jemand Junge war oder Mädchen, identifiziert worden mit einem einzigartigen Abwehrkampf. Man hat 8- und 10-Jährigen beigebracht, dass sie in die Hölle kommen können, wenn sie sich im Spiegel betrachten, wenn sie mit ihrem Schwesterchen zärtlich sind, wenn sie Doktorspiele machen. Man hat 8-Jährige mit Höllenstrafen gepeinigt. Und dann war die Kirche nötig, um Gnade zu üben und Vergebung zu sprechen. Mir ist in der Psychoanalyse etwas viel wesentlicher geworden. Ich werde den Deivel tun und jemandem etwas von außen vergeben, es sei denn, ich sehe zum Beispiel im Raum der Zwangsneurose, dass jemand eine Formel dringend benötigt, um sich zu beruhigen. Das kenne ich, muss ich akzeptieren menschlich, aber ich halte es für eine Randbedingung, nicht für den Idealfall. Viel wichtiger scheint mir, dass Menschen in langen Wegen, oft über viele Jahre hin, dahin kommen, sich so zu verstehen, dass sie sich selber vergeben können. Wenn sie dann lernen, mit den neuen Aufbrüchen Altes zu überwinden, uralte Scham aus Kindertagen abzutragen, dann redet in hellen Augen aus Männern und aus Frauen für mich Gottes Angesicht. So verstehe ich, dass ich Priester bin und vergeben sollte, dass ich sage, Jesus hat als erstes gelernt, ein Vertrauen zu finden, dass da ein König sei, der jede Art von Schuld, schon weil wir es nicht abbezahlen können, uns erlässt, damit es weitergeht. Da braucht es die Kirche als Begleitung, aber nicht als richtende Instanz. Und jetzt nochmal, Frau Lorin, Sie können ja nicht beides. Sie können nicht mündige Bürger mit demokratischem Anspruch in der Kirche haben und gleichzeitig den Glaubenssatz von einem unfehlbaren Lehramt garantiert in bischöflicher Wahrheitsfunktion. Das geht ja nun beides nicht überein und darum sehe ich für die Kirche, wenn Sie heute Abend mit Herrn Lehmann diskutieren, eigentlich als Empfehlung nur die Weisung, alles was nötig wäre, steht in Schillers Don Carlos, geben Sie Gedankenfreiheit hier. Ja.
Sie haben jetzt so viel angesprochen, ich will versuchen, einiges aufzunehmen. Also erstens Gedankenfreiheit, da stimmen wir überein, wird Sie nicht überraschen. Aber was Sie gesagt haben vom Lehramt, vom unfehlbaren Lehramt, das ist ja doch nur der Papst in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Das haben Sie und ich gelernt. Ich habe gelernt, und, Entschuldigung, dass es zwei Kirchen gibt. Eine, die zuhört und eine, die redet. Zwar sind wir alle Kirche, aber dann geht es zu wie in Orwell's Animal Farm. Alle Tiere sind gleich, aber einige sind gleicher. Gut. Spätestens, wenn es vorankommt. Wir kommen hier, und das können wir jetzt wohl nicht vertiefen, ich will auch auf das andere noch eingehen, da kommen wir ja auf die ganz ernste Frage der apostolischen Nachfolge letztlich. Und ob es sie gibt oder nicht gibt, ich sage, es gibt sie und dann können wir uns unterhalten. Sicher hat Jesus selbst nicht Kirche und schon gar nicht Kirche in Abgrenzung zur Synagoge gestiftet. Wenn ich etwa Erich Zenger dieses hinreißende, theologische, vertiefende Angebot, der nicht mehr vom Alten Testament, sondern vom Ersten Testament spricht, und in Ihrem Matthäus-Kommentar haben Sie ja versucht, zu sagen, dass also eben Matthäus hier eine Abgrenzung gegen die Juden vornahm, die dazu führte, darüber müsste man länger reden. Aber Sie haben darin auch, und das trifft sich mit dem, was wir hier besprechen, Sie haben darin ja gesagt, Matthäus droht also mit der Hölle und dann, weil die Menschen eben schwach sind, kommt, wenn ich es richtig erinnere, haben Sie dann von der geregelten Vergebung gesprochen, als einem Machtinstrument. Ich meine eben, das kann ein Machtinstrument sein, das muss es aber nicht sein. Es ist auch ein maßstabgebendes Instrument. Sie haben dann gesagt, ich muss dazu kommen, mir selbst zu vergeben. Das heißt, mich selbst annehmen können, aber ob ich mir vergeben kann, da habe ich eben doch gewisse Vorbehalte. Der andere muss mir auch vergeben können, mit sich, bei sich selbst angekommen sein, sicher. Aber es muss auch möglich bleiben, und Sie selbst haben vorhin das Wort von der Theologie des Scheiterns aufgenommen, es muss auch möglich sein, im Glauben eben deshalb leben zu können, weil ich mir nicht alles vergeben kann. Und weil da dieser Jesus und durch die Kirche sakramental vermittelt mir vergeben kann. Und nun noch einmal, das allgemeine Lehramt ist nur da in Übereinkunft mit der Kirche, es kann kein Papst, ein Dogma, und ein Dogma ist ja auch in einer, ist ja im Grunde eine Verteidigungsposition. Das haben viele große Theologen gesagt. Ein Dogma hat ein Stück Verteidigungsposition, um etwas, was sonst in Gefahr ist, in einer Diskussion zu bewahren, als eine Aussage, die zu unserem Glauben gehört. Und darauf möchte ich nicht verzichten, denn ich kann mich hier auch nicht so absolut setzen. Und ich finde, was im Moment wichtig ist, dass wir die Botschaft des Zweiten Vatikanums nicht ständig beiseite schieben, sondern dass wir diese Botschaft aufnehmen, die auch die Botschaft der Würzburger Synode war, und dass wir das nicht nur in kleinen Zirkeln und Gemeinden bekunden, sondern dass dieses auch in öffentlichen Verlautbarungen deutlich wird. Da könnte ein gemeinsames Bemühen, meine ich, stecken, selbst wenn wir in bestimmten Einzelheiten uns nachdrücklich unterscheiden. Noch einmal, was die Vergebung angeht. Ich glaube, dass über dem menschlichen Leben eine Grundgüte liegt, die es erlaubt, sich zu vergeben, was eigentlich wie ein Bruch in der eigenen Person liegen bleibt im Rahmen der Biografie. Etwas ganz anderes ist es, ob ich zu dieser Erfahrung autoritätsbezogen ein eigenes Amt benötige, in dem Vergebung zugesichert wird. Da wird Angst institutionell gebunden. Ich sage nochmal, das kann unter Umständen eine Randbedingung sein, mit Menschen umzugehen, aber es darf nie der Regelfall werden. Und ich sehe, dass Jesus so auch nicht gewollt hat. Jesus hat entschieden, von der Fähigkeit gesprochen, verbindlich so miteinander umzugehen, dass es im Himmel gilt. Speziell jetzt die Höllenfurcht. Mir scheint es schlimm zu sein, dass wir selbst Ende des 20. Jahrhunderts immer noch die Menschen lehren, sie könnten für bestimmte Verfehlungen hin auf ewig bestraft werden mit Gottes Ferne, Unglück, Verzweiflung und einem Leben auf Zerstörung hin. Es ist sogar der Ahmadiyya-Mission der Muslim hier in Deutschland möglich geworden, die vielen hundert Stellen, an denen der Koran spricht, von der Jahanna, von der Hölle,
so auszulegen, dass schon in der Einleitung der deutschen Übersetzung des Korans gesagt wird, kein Glaube an eine ewige Bestrafung ist vereinbar mit der ersten Sure des Heiligen Buches. Bismillahi Rahmani Rahim, im Namen Allahs des Allbarmherzigen. Mir ist klar, dass im Neuen Testament Jesus in massiven Gleichnissen auch mit der Hölle droht, aber ich halte dies für einen Teil dessen, was wir heute begreifen und interpretieren sollten, als eine Ernstnahme in der Existenz von Entscheidungsmöglichkeiten zwischen Leben und Tod, aber nicht einer Drohung, die wir in ein Jenseits projizieren könnten, zu Lasten der absoluten Güte Gottes, an die zu glauben, Jesus uns gelehrt hat. Und völlig unerträglich ist es, ein wissendes Lehramt darüber zu haben, das die Menschen in Dienst nimmt. Ich gebe dafür ein Beispiel, ich werde im Herbst jetzt rausgeben, mein Buch über Giordano Bruno. Leo der 13., einer der Päpste, dessen Motto es war, wir wollen die Kirche so schnell verändern, dass es meinem Nachfolger nicht mehr gelingen wird, sie zurückzudrehen. Ein wunderbares Programm wäre das für die Gegenwart. Dieser Papst, einer der vernünftigsten, die in Rom je als Petrus Residens geherrscht haben, bekam, als man Giordano Bruno, dem verbrannten Mönch vom 17. Februar des Jahres 1600 auf dem Campo dei Fiori, ein Denkmal errichtete, fertig dem Millionenpublikum der Gläubigen. Zu erklären, dieser Mann, der den Himmel offen sah und das Universum unendlich, der uns Gott gelehrt hat, größer zu sehen als alle Theologenmeinung, vor dem verbeugen wir uns und bitten ihn um Vergebung für das, was wir ihm angetan haben. Wir waren rückständig, denkfaul, verschüchtert, ängstlich, wir bekämpfen immer noch Galilei. Stattdessen bekam Leo der 13., hütend die Unfehlbarkeit, es fertig, zu sagen, Giordano Bruno hatte menschlich keinerlei Vorzüge, er war nichts weiter als eitel und ruhmsüchtig und hat die Menschen in Scharen in Verirrung geführt und wissenschaftlich war er bedeutungslos. Vor Leuten, die keine Zeile von Giordano Bruno je gelesen haben. Daraus schließe ich, dass ein System, das unfehlbar ist, hassen muss über Jahrhunderte hin und selber nicht vergeben kann. Und dann ist es billig zu sagen, liebe Christen, vergebt einander, wenn es die Kirche selbst nicht übt. Wollen Sie noch was dazu sagen? Dann möchte jetzt an der Stelle noch sagen, eine Antwort noch darauf und dann mit dem Blick auch auf die Zeit, die einfach abläuft, wollten wir ganz zum Schluss doch noch mal zu dem Thema Auferstehung und ewiges Leben kommen. Das muss auch noch möglich sein, da werden wir nicht so viel Zeit haben. Es ist auch vieles angeflogen. Bitte. Ich will mich deshalb in der Antwort sehr kurz fassen. Ich wiederhole mich bewusst mit dem Zitat von Thea de Chardin, dass die Kritik an der Kirche aus dem wächst, was sie uns vermittelt. Und wenn Sie haben eben gesagt, also bei Lebzeiten verbrannt oder verbannt, stimmt, und dann später verherrlicht und er hätte rausgehen müssen. Diesen Punkt nehme ich nur mal auf. Nein, auch Leonardo Boff, an dem mich erschüttert hat, bewegt hat, dass er dieses Jahr des Schweigens auf sich nahm, um in der Kirche zu bleiben. Das ist schlimm, dass es dieses Mittel geben musste, aber er bleibt drin, damit seine Stimme in dieser Kirche hörbar ist und nicht als eine Stimme von außen gewertet wird. Wenn Thea de Chardin die Kirche damals verlassen hätte, das hat er selber ja in vielen Briefen bekundet, auch seinen Schmerz über das, was er erfuhr, dann wäre er in der Tat, meine ich, weniger wirksam in Sachen Veränderung in der Kirche gewesen. Und insofern ist die irdische Gestalt dieser Kirche eben etwas, womit wir uns ständig einlassen und auseinandersetzen müssen. Aber sie hat in der Tat auch die Verheißung des Bestandes, jede andere menschliche Institution, ich sage das jetzt mal etwas kühn, die so viele Fehler hat, wäre längst untergegangen. Und von daher ist das auch, Sie merken, wie ich das sagen will, ein höchst angreifbarer Satz, aber darin steckt auch ein Stück Zeugnis, ein Stückchen Verkündigung, weil sie eben immer wieder zurückführt auf diesen Jesus und weil sie eben nicht nur menschliche Mittel, sondern wenn ich glaube, dann glaube ich, dass es mehr gibt als den Menschen, auch wenn es nichts ohne den Menschen gibt. Und von daher eben meine ich schon, dass Kirche in diesem Sinne, in all ihrer Unvollkommenheit, auch ein Zeichen für mich ist, dass ich mein Leben entsprechend führen kann. Und was Sie gesagt haben, wir brauchen kein Lehramt und keine geregelte Vergebung. Ich weiß nicht, ob ich dann nur auf den guten Willen hin vergebe, ob es nicht auch soziale
Tatbestände gibt, an denen ich mein Verhalten messen muss. Da kann ich dann eben nicht nur sagen, und Sie selbst haben genug über die Verderblichkeit des nur guten Willens sein geschrieben. Ich muss auch die Fakten bewerten können, und die kommen eben nicht nur aus meiner Innerlichkeit, wobei ganz sicher Jesus ja beides sagt. Er nimmt die Ehren am Sabbattag, aber er besteht auch darauf, und ich weiß, wie Sie das interpretiert haben, dass am jüngsten Gericht, dass das jüngste Gericht nicht auf einen Sabbat fallen dürfte, weil man da ja nicht gehen darf. Beides steht in der Schrift, und an beidem können wir uns reiben und begeistern. Aber so, Frau Lauren. Wirklich nur noch kurz. Also ja. Sehr kurz. Ja. Eines kann nicht sein, wir kritisieren nicht die Kirche durch das, was sie uns vermittelt. Wir kritisieren, müssen die Kirche kritisieren durch die Botschaft Jesu, die in der Bibel steht. So verhält es sich. Bleiben wir zum anderen. Es ist nicht möglich zu sagen, wir bleiben in der Kirche, um sie zu verändern, wenn die Kirche zum Beispiel, wie im Falle Teilhard de Chardin, erklärt, dass sie das gar nicht will, an einer entscheidenden Stelle. Mitunter muss man, damit Luft in einen Raum kommt, Fenster von außen einwerfen, damit sie endlich offen werden. Zum Dritten, die Kirche selber hätte Grund, Schuldbekenntnisse abzulegen an vielfachen Stellen, zum Beispiel ihrer verdrehten Sexualmoral, ihrem Nichtwiderstand gegenüber dem Zweiten Weltkrieg, im Faschismus, gegenüber vielen Formen der Verelendung noch heute. An all den Punkten pflegt sie die Fiktion ihrer Unfehlbarkeit. Mir scheint, die fehlbaren Menschen verdienen sehr viel mehr Vertrauen als eine Institution, die als letzte noch in Westeuropa Eindruck macht, die Partei zu sein, die immer recht hat. Da stand dann der Berliner Mauer mal, das System hat keine Fehler, es ist selber das Fehlerhafte. Und daran scheint mir Richtiges. Der letzte Punkt, Auferstehung der Toten und ewiges Leben. Wir haben für diese unendliche Geschichte zum Schluss haben wir vielleicht noch 6 oder 7 Minuten. Ich möchte Sie deshalb bitten, nicht formelhaft zu sprechen, aber sich kurz zu fassen. Was ist für Sie Auferstehung und ewiges Leben, Frau Lorin? Ich habe als jemand, der den Krieg erlebt hat, viele Jahre meines Lebens, also Tod als Bedrängnis und als Angst empfunden und die Vergänglichkeit meines Armes fast körperhaft bemerkt. Denn als andere Tanzstunde hatten, sind wir über Leichen gekrochen. Das ist meine Jugenderfahrung. Und sowas hinterlässt Spuren. Und ich bin dann im Grunde in diesem Befassen mit dem Tod zu einer, das kann man nicht erklären, das kann man nur als Glaubenserfahrung nennen, anders geht es nicht, zu der gelebten Erfahrung gekommen, dass bei allem Schrecken, aller Angst, die jeder Mensch vom Tod haben wird, das für mich ein Tor zu Gott ist. Also eine Wirklichkeit einer Existenz bei Gott. Näher beschreiben können wir die auch nicht, wenn ich Johannes, also wenn wir mal nicht die Evangelisten, sondern wenn ich jetzt die Johannesvision nehme, wo also ja ein himmlisches Jerusalem sozusagen geschildert wird und wo eine Faszination der Güte und der Herrlichkeit da ist, dann ist die Konsequenz dieser Botschaft, dass wir wenigstens Spuren davon hier ahnen lassen sollten und dass ich nicht immer, aber doch sehr oft meine Vergänglichkeit auszuhalten beginne, in der gläubigen Gewissheit einer Existenz bei Gott. Dass den meisten Menschen die Konsequenz für das eigene Leben mir auch schwerfällt, ist klar, denn ich muss dann jede Tat sozusagen immer wieder als ein Zeichen nach dorthin verstehen wollen. Da Sie angekündigt hatten, dass Sie diese Frage stellen, habe ich mir überlegt, ob ich eine so wahnsinnig persönliche Auskunft gebe, denn irgendwo geniert man sich von dieser Erfahrung des Nichts als Bedrohung zu sprechen und zu sagen, und in dieser Nichtserfahrung glaube ich unverbrüchlich, dass es diese Wirklichkeit Gottes gibt. Und da ist Kirche für mich auch ein Zeichen. Es hängen draußen Plakate von AIDS-Kranken, die auffordern zu glauben an ein Leben vor dem Tode.
und sich wehren gegen die Ausgrenzung von Homosexuellen in der katholischen Kirche. Es ist für mich ein Stichwort, zu sagen, dass Jesus wesentlich, noch bevor von Auferstehung überhaupt die Rede sein kann, uns gelehrt hat, die Todesangst zu besiegen, die uns zu kleinen Kindern, zu Abhängigen und Eingeschüchterten werden lässt gegenüber jeder Autorität, gegenüber jeder Gewissenszensur, gegenüber jedem Machtspiel. Jesus wollte, dass wir begreifen, es hat einmal Gott den Lehm der Erde genommen und mit seinen Händen geformt und seinen Atem hineingegeben, als sein Kunstwerk, das nicht mehr sterben kann, das der Sterblichkeit geliehen wird und unterwegs ist zu den Sternen. Wer das begriffen hat, der hört auf, den Tod als seine letzte Wirklichkeit zu sehen und er beginnt, richtig zu leben. Dieses Geschenk eines Lebens vor dem Tod hat Jesus uns zu vermitteln vermocht, weil der Glaube an Auferstehung, der ihm im Erbe der Pharisäer als Kind schon vermittelt wurde, existenziell so viel bedeutete, dass er selbst seine Gegner zwang, Farbe zu bekennen. Sie würden ihn tot machen können, ja, aber sie würden gleichzeitig dokumentieren, dass sie überhaupt etwas anderes als zu töten gar nimmer vermögen. Es mag schlimm sein, ausgepeitscht zu werden, jedes wahre Wort im Mund herumgedreht zu bekommen, sogar Wunder der Menschlichkeit zum Vorwurf gemacht zu sehen, nicht im Namen Gottes, sondern im Namen des Obersten, der Satane, sei dies geschehen, weil Menschlichkeit immer revolutionär ist gegenüber dem Machterhalt. All das kann schlimm sein und es ist viel weniger schlimm, als jeden Tag sich selber anzulügen, selber zu bespucken, selbst ans Kreuz zu schlagen. Diesen Mut hat Jesus uns gebracht, und im Schatten oder im Licht dieses Horizonts von Hoffnung erfahren Menschen wie Maria von Magdala, dass sie befreit wird aus dem Ghetto von 7 Dämonen. Es formt sich ihr Ich. Sie bleibt bis zur Kreuzigung und sie spürt am Ostermorgen, dass Jesus lebendig ist, viel mehr als all die, die ihn töten wollten. Dann frage ich mich, wie ist es möglich, Gräber leer zu sehen? Das muss möglich sein am Chemin des Dames, vor Verdun, am Châtel-Arab. Es muss möglich sein, mitten im Angesicht der Krankensäle den Engel Gottes zu sehen, der die Tür des Todes nicht schließt, sondern öffnet zur Ewigkeit hin. Aber das Vermächtnis des Engels am Grabe ist, geht hinüber nach Galiläa, dort wird er euch begegnen. Wenn all die Worte, die am See Genezareth zum ersten Mal gesprochen wurden, von Güte, Menschlichkeit, Hoffnung und Widerstand, Geltung haben, verbinden sich die Menschen über den Tod hinweg bis zum Ende der Tage. Und es ist ein einziges Richtmaß. Wie hast du den anderen angeschaut, dass er sich nicht schämen musste? Wie hast du Gefängnistore geöffnet zu seiner Seele? Wie hast du Hungernde gespeist? Das gilt und ist das Leben. Und ich glaube, dass im Bannkreis der Liebe die Hoffnung auf Unsterblichkeit unverzichtbar ist. Ich möchte sie ergänzen. Wir Christen glauben an die Auferstehung der Menschen zuversichtlich, aber wir schließen wieder aus, alle Tiere an unserer Seite. Mir scheint keine Osterbotschaft legitim, die weiter darauf beharrt, dass man Tiere vergeuden könnte, quälen könnte, zum Nutzen der Menschen. Sie werden uns wieder begegnen am jüngsten Tag, um Gericht zu halten über unsere Barbarei. Dessen bin ich sicher. Wir haben noch kurze Zeit und wir werden die auch ausnutzen. Und wenn es noch so kurz ist, werden wir den Versuch machen. Ich habe an Sie beide, ich möchte es nicht zweimal stellen, an Sie beide die gleiche persönliche Schlussfrage. Ich kenne immer mehr Menschen in unserem Land, die kommen und sagen, ich sehe in meinem Leben keinen Sinn mehr. Ihr zwei hier, werden Sie sagen, ihr seid Christen. Worin besteht für euch der Sinn des Lebens? Frau Laurin, Herr Drewermann. Na, also es gibt einfachere Fragen. Richtig. Aber so werden sie gestellt. Ja. Also der Sinn meines Lebens besteht darin, dass ich versuche, es stirbt einem schon das Wort im Munde, wirklich, dass ich versuche, für andere Menschen da zu sein, dass ich versuche, meine Alltagspflichten, auch wenn sie mir lästig sind, mit vergnügtem Eindruck zu erfüllen. Und im allerletzten
dass ich selbst mein Leben als Geschenk erfahre. Das ist für mich unauslöschlich. Das heißt mir im Erfolg nicht übermütig und im Misserfolg nicht zu verzweifeln. Ich erfahre mein Leben als Geschenk. Das ist eigentlich der letzte Sinn meiner Existenz. Normalerweise würde ich niemandem sagen, woran er glauben soll, auch nicht, woran ich selber glaube. Ich bin für ihn nicht der Maßstab. Ich würde in der Situation versuchen, gewöhnlicherweise herauszufragen, warum er so verzweifelt ist und dem nachgehen, bis er es begreift und überwindet. Jeder Ratschlag ist ein Schlag. Was der Sinn für Sie ist. Kommt hier, Frau Lorin. Das ist das Erste. Jeder Ratschlag ist auch ein Schlag, der wehtut und der schafft falsche autoritäre Bindungen. Wenn es aber ganz gut geht, dann würde ich dem anderen sagen, ich freue mich über das Geschenk deiner Gegenwart und der Sinn meines Lebens ist, dass ich dich lieben darf. Ich bedanke mich herzlich. Und damit ist diese Veranstaltung zum 91. Deutschen Katholikentag beendet.